Ich liebe es, wenn zwischen uns die Funken sprühen. Findest du nicht auch, mein Freund? Ah, ihr seid's. Hab gar nicht gemerkt, dass ihr hier seid. Stimmt ja, ihr wollt euch meine Sammlung weiter ansehen. Das freut mich doch zu hören. Wenn wir schon mal hier sind, möchte ich euch mal diesen Gegenstand hier präsentieren. Das ist ein elektrischer Stuhl. Die Funktion von elektrischen Stühlen brauche ich euch, glaube ich, ja nicht zu erklären. Was? Ach, beachten Sie die Leiche auf den Stuhl gar nicht. Der wurde eh zum Tode verurteilt. Und zwar durch mich. Jedenfalls, viele Schwerstkriminelle fanden schon bereits auf solchen Stühlen ihr Ende. Und dieser hier ist ein ganz besonderer. Denn auf diesen Stuhl wurde nämlich einer der berühmtesten Serienmörder Amerikas hingerichtet. Vom wen ich wohl spreche, fragt ihr euch? An diesem Punkt kommen wir zur heutigen Geschichte. Sie heißt Dunkler Dreiklang, geschrieben von meinem guten Freund Tatsu Creepypasta. Also, lehnt euch zurück und viel Vergnügen. Oh, guten Abend. Ich habe nicht mit diesem Besuch gerechnet, vor allem nicht an diesem düsteren Ort. Wo du hier bist, das kann ich dir nicht beantworten, denn darüber musst du dir selbst Gedanken machen. Du bist aus eigener Kraft hergekommen. Warum es hier so finster ist? Nun, das erzähle ich dir gerne. Hier hängen oft drei sehr üble Typen rum. Narziss ist der erste von ihnen. Er ist durch seinen Hochmut und seine Selbstverliebtheit eher unbeliebt. Das hindert ihn nicht daran, an dieser Art zu leben festzuhalten. Etwas, was man häufiger von ihm hört, sind die Worte: Mir steht sämtlicher Ruhm zu. Mehr wird trotz seiner Bekanntheit allerdings nichts über ihn erzählt. Vor ihm hat es schon Menschen gegeben, die wie er gewesen sind. Picasso als Beispiel. Er hat nur eines geliebt: sich selbst. Wusstest du, dass er absichtlich kein Testament hinterlassen hat, damit seine Hinterbliebenen sich um das Erbe streiten? Ein anderes Beispiel wäre der Narziss-Mythos. Er war so selbstverliebt, dass er Verehrer abgestoßen hat und deswegen von den Göttern bestraft wurde. Nemesis hat ihn mit unstillbarer Selbstliebe bestraft. Schlussendlich wurde er nach seinem Tod zu einer Pflanze, der sogenannten Narzisse. Vielleicht kennst du sie auch unter dem Namen Osterglocke. Machiavelli, die Nummer 2, ist anders als Narziss. Er sitzt weniger auf interpersonale Bindungen. Stattdessen ist er nur auf Erfolg aus. Ihm ist jedes Mittel zum Erreichen seines Ziels recht. Moral spielt für ihn keine Rolle und er hält nicht an seinen Idealen fest. Bewundernswert an ihm finden viele seine Realitätsangepasstheit. Es weiß, was Leute hören wollen und passt sich dem an. Mehr positive Eigenschaften besitzt das Trio nicht. Bei Diktatoren sieht man dieses Verhaltensschema besonders gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Dein Gedankengang ist gar nicht so verkehrt. Es stimmt. Ich rede über die dunkle Triade der Persönlichkeit. Warum ich dir davon erzähle? Ich möchte, dass du die Motive der Menschen verstehen lernst, wenn sie außerhalb der gesellschaftlich anerkannten Norm handeln, die Auslöser ihrer Handlungen. Sie meinen es nicht böse. Doch ihr Charakter ist verdorben durch den Narzissmus, den Machiavellismus und den subklinischen Psychopathie. Oh nein, das stimmt nicht ganz, mein Freund. Du redest von der schweren Persönlichkeitsstörung. Doch das ist nicht bei allen Menschen der Fall. Es gibt in deinem Umfeld viele Menschen, die eine leichte Form davon besitzen. Überleg mal, du kennst bestimmt jemanden, den du als empathielos bezeichnen kannst.
Oder gibt es in deinem engeren Umkreis jemanden, der weder über ein Gewissen noch soziale Verantwortung verfügt? Das sind Anzeichen darauf, dass eine Person psychopathische Tendenzen haben kann. Aber keine Angst, ich bin keiner von ihnen. Oft sind es Menschen in Führungspositionen. Es ist bekannt, dass etwa 4% aller Geschäftsführer diese Veranlagung hat. Im Vergleich dazu hat nur etwa 1% der Gesamtbevölkerung diese Tendenz. Ist dir klar, warum es so ist? Richtig, sie nutzen andere für sich aus, manipulieren sie und sind versessen auf Erfolg. Ach ja, ich habe schon vergessen, dass du gefesselt auf einem Stuhl sitzt. Aber das ist zum Glück dein Problem. Deine eigene Schwäche ist schuld an dieser Situation. Diese Schwäche hat dich angreifbar gemacht. Übrigens habe ich dir etwas verschwiegen. Alle Persönlichkeitstypen, die ich dir genannt habe, sind auch in dir. Einer mehr, der andere weniger. Allerdings gibt es neben der dunklen Triade noch jemanden, den man besser nicht über den Weg laufen sollte. Man kann sie fast schon als Tetrade bezeichnen. Er ist der schlimmste von ihnen, denn er genießt das Leid anderer Menschen. Du kennst ihn bestimmt. Er ist der Sadismus und er steht genau vor dir. Ich bin dein Sadismus, der tief in deinem Herzen verankert ist, du kranker Mörder. Jetzt leb wohl, Fjodor. Der Stuhl wartet auf dich. Sie werden dich niemals vergessen, denn du bist einer ihrer bekanntesten Mörder. Du bist Fjodor Robert Bundy. Ja, Fjodor Robert Bundy. Oder besser bekannt als Ted Bundy. Ich glaube, die meisten unter euch kennen seinen schrecklichen Werdegang. Ein Serienmörder, der unsere Sicht auf psychopathische Killer und unsere Gesellschaft für immer verändert hat. Also merkt euch, nur weil jemand gut aussehend oder charismatisch wirkt, heißt das noch lange nicht, dass ihr ihm vertrauen solltet. Und nicht jeder, der wie ein Creep aussieht oder sich so verhält, ist auch einer. Was? Schaut mich nicht so an! Ich bin nicht so! Die Leiche auf den elektrischen Stuhl hat nichts zu bedeuten! Wie dem auch sei, das war's schon mal wieder mit der Führung. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren restlichen Tag. Was? Die Tür klemmt, sagen Sie? Oh, das ist aber jammerschade. Ach ja, das ist doch Musik in meinen Ohren. Und damit willkommen wieder zurück zu einer weiteren Führung in meinem Horrorkabinett, meine treuen Gäste. Ich hoffe, ihr habt euch einigermaßen von der Schocktherapie von letzter Woche erholt. Dann geht es heute mal weiter mit der Führung. Diese bezaubernde Apparatur hier ist ein Tonbandaufnahmegerät. In den meisten Fällen werden solche Geräte dafür verwendet, um, wie der Name es schon vermuten lässt, Tonaufnahmen zu machen. In der heutigen Geschichte, die ich für euch habe, geht es auch um genau so ein Tonaufnahmegerät. Doch was auf dieser Tonaufnahme zu hören ist, ist etwas, was Sie höchstwahrscheinlich selbst noch in Ihren schlimmsten Albträumen hören werden. Aber lauschen Sie selbst der heutigen Creepypasta. Sie heißt Hasen im Bachbett.
Übersetzt von der guten Sally, aka Silberblättchen. Ich schreibe dies, weil meine Familie nicht mehr darüber reden will. Ich bin die Einzige, die es nicht vergessen kann. Und ich möchte einen Weg finden, mich von meinen Erinnerungen zu lösen. Egal auf welche Weise. Aufgewachsen bin ich am Stadtrand von Preston, einer Kleinstadt im Süden Idahos, mit etwa 5000 Einwohnern. In meiner näheren Umgebung befand sich eine abgelegene, unwegsame Schotterstraße namens Spear Creek. Nicht einmal 20 Familien lebten dort. Die Abgeschiedenheit machte mir nichts aus. Ich wuchs in der Geborgenheit weiter Felder und enger Nachbarschaft auf, die nur Menschen auf dem Lande bekannt war. Wir waren eine Mormonengemeinde, sehr kirchenorientiert, sehr gemeinschaftsorientiert. Alle jugendlichen Frauen, mich eingeschlossen, gehörten der Gruppe der Jungmädchen an. Und alle Jungen waren Mitglieder der örtlichen Pfadfindergruppe, die in unserer Gegend gleichzeitig eine Kirchengruppe war. Wir feierten den 4. Juli auf dem örtlichen Sportplatz und schwammen im nahegelegenen Stausee. Es war eine gute, ruhige Kommune. Das von meinem Urgroßvater erbaute 92 Jahre alte Farmhaus, in dem ich wohnte, lag auf einem kleinen Hügel, umgeben von einer weiten Wiese auf der einen Seite und einem sich schlängelnden Feldweg auf der anderen. Gegenüber der Straße befand sich das Tal eines Baches. Süd-Idaho ist in einem Wüstenklima kategorisiert, sodass nicht viel wuchs außerhalb der bewässerten Felder neben den Salbeibüschen und Kletten. Die Bachbetten waren die Ausnahme. Der Bach versorgte das Wachstum eines dichten Gewirrs von Weidenbüschen. Im späten Herbst stiegen wir in die Talsohle hinab und pflückten die weißen, baumwollartigen Samen der Weidenkätzchen, um damit die Zäune unserer Einfahrt zu schmücken. Aufgrund der Abgeschiedenheit war es nicht ungewöhnlich, dass Tiere aus den Bergen herunterkamen. Wir hatten eine Elchkuh, die ihr Kalb mitbrachte und jeden Winter in unserem Obstgarten lebte. Auch der ein oder andere Löwe war keine Seltenheit. In dem Sommer, in dem ich 8 Jahre alt wurde und kurz davor meine Taufe hatte, wurde ein jüngerer Berglöwe mehrmals in unserer Gegend gesichtet. Wir machten uns allerdings keinerlei Sorgen. Die Großkatzen hielten sich von den Farmen fern und zogen in der Regel weiter, wenn es in dem Gebiet nicht genug zu fressen gab. In demselben Sommer arbeitete mein Nachbar Peyton an seinem Adler-Pfadfinder-Projekt. Er war begeistert von National Geographic und fand es ziemlich spannend, einen National Geographic-Beitrag über unser kleines Bachbett zu verfassen. Der junge Löwe, der sich zufällig zur gleichen Zeit in unserer Gegend aufhielt, hat ihn besonders fasziniert. Er entschloss sich, Aufnahmen von dem Löwen zu machen und bat das National Geographic Team per E-Mail um Rat. Es wurde empfohlen, in einem Gebiet, in dem der Löwe bekanntermaßen auftaucht, eine automatische Kamera aufzustellen, die alle paar Sekunden Aufnahmen macht. Außerdem empfahlen sie, eine Art Köder auszulegen, damit der Löwe mit größerer Wahrscheinlichkeit vorbeikommt. Niemand am Bach war von der Idee eines lebenden Köders oder Aas begeistert. Daher dachten wir uns eine andere Art von Lockmittel aus. Wir beschlossen, eine Tonaufnahme von einem sterbenden Hasen zu machen und sie in einer Schleife über eine Reihe von Lautsprechern abzuspielen, die in den Weiden versteckt waren. Ich weiß noch, wie alle unten die Lautsprecher testeten und ich das Geräusch zum ersten Mal hörte. Das Geräusch eines sterbenden Hasen. Es war furchtbar. Es wurde als fast identisch mit dem Geheul eines Kindes beschrieben. Die Kamera war aufgebaut. Die Lautsprecher waren aufgestellt. Alles war perfekt. Peyton sagte uns, er würde die Kamera und die Aufzeichnung eine Woche lang ununterbrochen laufen lassen und sie dann überprüfen. So bliebe genug Zeit, damit unser Geruch aus den Betten entweichen könne und somit den Löwen zu ermutigen, sich zu nähern.
Zunächst war ich wegen des Lärms besorgt. Der Krach war wirklich fürchterlich und unser Haus lag am dichtesten am Aufstellungsort in der Senke. Mein Vater versicherte mir, dass der Lärm nicht bis zu unserem Haus reichen würde. Und ich war erleichtert, als wir an diesem Abend nach Hause kamen und er recht hatte. Die Talsohle war weit genug entfernt, dass ich nichts vernehmen konnte. Ich erinnerte mich an Peyton am nächsten Tag in der Kirche. Er war unruhig und aufgeregt, weil er sich die Geräte ansehen wollte. Allerdings musste er eine Woche warten, woran ihn alle immer wieder erinnerten. Er konnte nicht riskieren, zu früh herunterzusteigen und den Löwen für immer zu verscheuchen. In jener Nacht wurde ich von einem entsetzlichen Geräusch geweckt. Ich saß kerzengerade in meinem Bett, die Augen weit aufgerissen in der Dunkelheit, die Hände so fest umklammert, dass meine Handflächen noch stundenlang die Abdrücke meiner Fingernägel aufwiesen. Ich kannte dieses Geräusch. Es war die Aufnahme des Hasen. Es hörte sich dumpf und distanziert an, als ob es wirklich aus dem Boden kommen könnte. Doch das war unmöglich. Die Aufnahme war nämlich am Vortag die ganze Nacht über gelaufen, ohne dass ich irgendetwas gehört hatte. In dieser Nacht habe ich nicht geschlafen. Zu groß war meine Angst, aus dem Bett zu steigen und meine Eltern zu wecken. Die Aufzeichnung lief wieder und wieder. Die Schleife brannte sich in meinem Gedächtnis ein. Ich konnte es auswendig. Jede Tonlage jedes einzelnen quälenden Schreis des sterbenden Tiers. Am nächsten Morgen schlenderte ich zum Frühstück in die Küche. Dort saßen auch meine Mutter und mein Vater am Tisch, die Köpfe gesenkt, während beide ihre Kaffeetassen in den Händen hielten und ab und zu schweigend einen Schluck ihres Morgengetränkes genossen. Auch sie hatten tiefe Ringe unter ihren Augen. Nicht nur ich hatte es gehört. Meine Mutter war überzeugt, dass die Ausrüstung kaputt sein musste. Sie wollte nach unten gehen, um nachzusehen. Aber Vater weigerte sich. Er ist ein liebenswürdiger, einfühlsamer Mann und wollte kein überflüssiges Drama heraufbeschwören. Er war überzeugt, dass in der vergangenen Nacht ein starker Wind geweht hatte, der das Geräusch über seine natürliche Reichweite hinaustrug. Also riet er uns zu lauschen. Wir taten dies auch. Und er hatte recht. Man konnte es nicht mehr vernehmen. Wir vergaßen es und gingen unseren täglichen Beschäftigungen nach. In der folgenden Nacht geschah es jedoch erneut. Ich blieb im Bett liegen, mit dem Rücken zur Wand. Die Schreie waren noch lauter als zuvor. Aber dieses Mal war etwas anders. Das Geschrei war deutlich tiefer als in meiner Erinnerung. Außerdem waren Teile der Schleife verlangsamt, so als ob die Aufnahme an einigen Stellen verzerrt wäre. Zuweilen lief die Schleife nicht auf natürliche Weise ab, sondern begann an einer beliebigen Stelle in der Mitte. Beim Frühstück hatte meine Mutter nichts erwähnt, aber sowohl sie als auch mein Vater wirkten angespannt. Am dritten Abend fasste ich den Mut, mich an mein Schlafzimmerfenster zu stellen und in den Hof zu schauen. Einen Augenblick lang blieb ich wie angewurzelt auf der Stelle stehen und meine Hände zitterten, egal wie fest ich sie zusammenpresste. Durch die Spalten des Fensters drang das Geräusch zu mir herein. Ich beobachtete die Umrisse der Bäume im Hof, vollkommen regungslos. Nicht einmal der kleinste Windhauch rührte an ihren Ästen. Meine Mutter kündigte an, dass sie am nächsten Tag zu ihren Schwestern in die Stadt fahren und wahrscheinlich dort übernachten würde. Sie lud mich ein, mitzukommen, aber da ich im Grunde meines Herzens ein Papamädchen war, zog ich es vor, auf der Farm zu bleiben. In dieser Nacht nahm ich den Platz von meiner Mutter neben meinem Vater in deren Bett ein, aber selbst das half mir nicht. Ich denke, dass auch mein Vater nicht geschlafen hat, da er die ganze Nacht über unnatürlich still war. Auch tagsüber fingen wir an, das Geräusch zu vernehmen,
Ich war gerade dabei, mit Kreide auf den Bürgersteig zu malen, als es passierte. Die Schultern verkrampften sich und die Härchen in meinem Nacken kräuselten sich. Nur ein Schrei war zu hören. Ein kurzer, schriller Schrei. Und dann verstummte die Aufnahme. Im Laufe des Tages passierte das noch einige Male, aber nie die ganze Schleife. Nur Ausschnitte davon. Später am Abend kam Peytons Vater mit seinem Geländewagen die Einfahrt hinauf. Er erklärte, dass er ihren Hund suchte, einen süßen gelben Labrador, der seit diesem Morgen vermisst wurde. Mein Vater sagte, es täte ihm leid und dass wir sie nicht gesehen hätten. Ich starrte ihn an und flehte ihn im Stillen an, die Aufnahme zu erwähnen. Aber er tat es nicht. Er war ein stiller Mann. Er möchte kein unnötiges Theater verursachen. Mom blieb die ganze Woche weg. Papa und ich hatten jedoch keinen Schlaf finden können. Seit Samstag waren die Schreie unaufhörlich zu vernehmen, obwohl sie scheinbar völlig von der vertrauten Schleife abgewichen waren. Ich erkannte nichts von all dem. Die Schreie waren teilweise spitz und lang, manchmal waren sie aber auch kaum mehr als ein Knurren. Als mein Vater einmal Hackbraten für das Mittagessen aufwärmte, steigerte sich der Lärm zu einem so gewaltigen Getöse, dass er den Teller fallen ließ und er zerbrach. Ich presste mir die Hände auf die Ohren, als ich am Tisch saß und kniff die Augen zusammen, aber es half nichts. Das Geräusch drang durch die Ritzen meiner Finger, schnürte mir die Kehle zu und rasselte in meinem Brustkorb. Eine ganze Minute lang hielt es an und dann verstummte es. Mein Vater schlotterte vor Angst. Das war das Letzte, was wir an diesem Tag von diesem Krach hörten. Peyton kam am Samstagabend vorbei und bat um die Erlaubnis, unsere Straße zu überqueren, um die Ausrüstung zu holen. Er war so aufgeregt. Ich sah ihm mit einem Gefühl der Erleichterung hinterher, als er in den Tiefen des Baches verschwand. Als die Ausrüstung abgeholt wurde, hörte das Ganze auf. Ich konnte es kaum erwarten, endlich ausschlafen zu können. Doch keine Minute später erblickte ich Peyton, der aus dem Bach zurückkam. Ich war irritiert. Der Aufbau der Kamera und der Lautsprecher hatte viel länger gedauert. Also hatte ich angenommen, dass es genauso lange dauern würde, sie einzusammeln. Mir stockte der Atem, als Peyton auftauchte. Er machte keinen guten Eindruck. Die Augen waren geweitet und sein Gesicht blass. Etwas Nasses tropfte von seinem Kinn auf sein Hemd. Später stellte ich fest, dass es Erbrochenes war. Bevor er fiel, fing mein Vater ihn auf und verlangte zu wissen, was passiert war. Aber Peyton konnte nicht mehr sprechen. Er weinte nur. Wir haben seinen Vater anschließend angerufen. Ich schaute nach Peyton, während mein Vater und sein Vater in das Tal zu den Bachbetten gingen. Sie blieben eine ganze Weile weg. Als sie wiederkamen, waren ihre Gesichter finster. Und sie rochen komisch. Ich bemerkte das Rot an den Händen meines Vaters. Ich fragte, was los sei, aber sie gingen einfach an mir vorbei und riefen sofort die Polizei. Niemand wollte mir sagen, was passiert war. Während ich auf der Couch saß, waren Nachbarn und Polizeibeamte um mich herum versammelt. Schließlich platzierte ein Beamter etwas auf dem Küchentisch und verschwand wieder. Neugierig blickte ich in die Küche. Das war die Kamera aus der Talsohle. Hätte ich bloß nicht hingesehen. Der Apparat sah ein wenig ramponiert aus. Winzige Kratzer und Beulen bedeckten das Plastikgehäuse. Als ich die Kamera anhob, hafteten meine Hände an dem Plastik. Etwas Klebriges und Geruchssensitives bedeckte den Bildschirm, aber sie ließ sich problemlos einschalten. Die ersten Fotos waren normal. Nur die Weidenkätzchen leuchteten grün im Schein der Nacht. Als ich mich weiter durch die Bilder klickte, wurden sie bald eigenartig. An einem Punkt änderte sich der Kamerawinkel, als wäre die Kamera von ihrem Ständer gestoßen worden. Das Gras verdeckte nun den größten Bereich des Bildes. Rote Flecken erschienen auf dem Objektiv
und blieben für den Rest der Aufnahmen bestehen. Ein Foto ließ mich innehalten. Auf diesem Foto war eine Figur zu sehen. Oder die Hälfte einer Figur, da der Oberkörper weitgehend aus dem Bild verschwunden war. Ich glaubte zuerst, dass es sich um einen Menschen handeln könnte. Doch die Gestalt sah nicht so aus, als ob sie aufrecht stehen sollte. Seine Beine waren verdreht wie bei einem Tier und es schien Schwierigkeiten zu haben, sich in einer aufrechten Haltung zu halten. Neben den Beinen hing ein langer, dünner Arm. Was immer es war, es musste in gebückter Stellung sein. Denn seine Fingerspitzen hingen unter seinen krummen Knien. Die nächste Einstellung war anders. Es war, als ob die Kamera in die Hand genommen worden war und nun gehalten wurde. Das erste Bild zeigte den Boden bei Nacht. Das nächste hat mich aufgeschreckt. Erst nach genauerem Hinsehen erkannte ich, was es war. Ein Hase lag im Gebüsch, aber seine Ohren und der größte Teil seines Kopfes waren abgeschält worden. Auf dem nächsten Foto war derselbe Hase zu sehen, aber eine dünne, dunkle Hand hielt ihn in den Himmel. Sein erschlaffter Körper baumelte wie etwas aus einem Albtraum. Die folgenden Aufnahmen enthielten weitere Hasen, denen die Ohren und die Kopfhaut gewaltsam entrissen wurden. Dann eine Katze, noch mehr Katzen. Dann ein Hund, der gelbe Labrador. Dann der Löwe. Auf dem folgenden Foto waren 7 Hasen, 3 Katzen, ein Hund und der Löwe zu sehen, die alle in einer Reihe lagen und in dieselbe Himmelsrichtung blickten. Die Arme und die Beine waren so angeordnet, als ob sie marschieren würden, wie eine Parade. Sämtliche Kopfhaut der Tiere war entfernt worden und man konnte die dünnen weißen Überreste ihrer Schädel sehen. Das letzte Foto war übermäßig hell, als ob die Aufnahme mit eingeschaltetem Blitz zu nah geschossen worden wäre. Ein Auge dominierte den Rahmen, aber es war vergilbt und verkrustet und hatte eine Balkenpupille wie bei einem Pferd. In der unteren Ecke war der Rand eines Mauls zu sehen. Keine Lippen, nur Zähne. Scharf und klein, mit breiten Lücken aus rotem Zahnfleisch zwischen ihnen. Ich wünschte, ich hätte nicht hingesehen. Draußen vernahm ich meinen Vater, der mit der Polizei sprach. Es hieß, die Lautsprecher hätten eine Funktionsstörung erlitten. Die Aufzeichnung der Schreie des sterbenden Hasen war nur in der ersten Nacht hörbar gewesen. Und das war's auch schon wieder. Also, man kann ja über diese Kreatur sagen, was man will. Aber man muss zugeben, dass sie durchaus kreativ ist. Ich glaube, das sollte ich vielleicht mal selber ausprobieren. Aber nun gut, das war's auch schon wieder mal mit der Führung. Kommt gut nach Hause und passt auf, dass ihr draußen nicht von irgendeinem wilden Tier oder einer Bestie angefallen werdet. Ich schon sagte, Musik in meinen Ohren. Ja, hallo. Ich bräuchte einen Leichenwagen zur Straße. Mein Besucher ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Es ist ja so furchtbar. Kommen Sie bitte schnell die Leiche abholen. Was sagen Sie? Polizei? Oh, vergessen Sie, was ich gesagt habe, Officer. Das sollte nur ein billiger Scherzanruf sein. Auf Wiederhören. Oh Mann.
Hoffentlich tanzt hier in wenigen Minuten kein Polizist an. Naja, egal. Willkommen zu einer weiteren Führung von mir. Da die letzte Führung letzte Woche ausgefallen ist, da ich meinen Geburtstag gefeiert habe, habe ich für die heutige Führung eine ganz besonders gruselige Geschichte ausgesucht. Aber da womöglich gleich die Polizei hier antanzen wird, wird sie leider nicht allzu lang werden. Jedenfalls, in der heutigen Geschichte dreht es sich auch um einen Polizeianruf, der wirklich auf mysteriöse Art und Weise endet. Sie heißt I'm a 911 Operator, geschrieben von Higgs Fanda. Polizeinotrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hi. Ich weiß, das wird sich jetzt ein wenig komisch anhören, aber da ist ein Mann in meinem Vorgarten, der immer zu im Kreis läuft. Könnten Sie das bitte wiederholen? Er sieht krank aus oder ist betrunken oder verwirrt. Hören Sie, ich bin eigentlich nur aufgestanden, um mir ein Glas Wasser zu holen. Aber dann habe ich Geräusche gehört und habe aus dem Fenster gesehen. Ich sehe ihn mir gerade an. Er steht knapp 10 Meter von meinem Fenster entfernt. Irgendwas stimmt da nicht. Wie lautet Ihre Adresse? Okay, ich werde einen Streifenwagen bei Ihnen vorbeischicken, aber das könnte ein Weilchen dauern. Sind Sie allein in Ihrem Haus? Ja, ich bin alleine. Können Sie bestätigen, dass alle Fenster und Türen verschlossen sind? Bleiben Sie auf jeden Fall am Hörer. Uff, ich bin mir sicher, dass ich die Vordertür abgeschlossen habe. Aber ich werde nachsehen, ob ich die Hintertür auch verriegelt habe. Danke übrigens für die Hilfe. Ich weiß, das Ganze wirkt bestimmt etwas seltsam. Aber ich hoffe einfach, dass... Hallo? Sind Sie noch da? Er ist immer noch im Garten. Aber er... Was zur Hölle? Er steht auf seinem Kopf! Legen Sie auf keinen Fall auf. Was genau passiert gerade? Er sieht mich an, aber er steht nun auf seinen Händen, bewegt sich nicht und sieht mir direkt ins Gesicht. Er macht einen Handstand, lächelt mich an und bewegt sich nicht. Er macht einen Handstand? Verstehe ich Sie richtig? Ich habe keine Ahnung, wie er... Ja, er sieht mich an und er steht auf seinen Händen. Und er hat dieses verdammt gruselige Grinsen im Gesicht. Was zur Hölle? Bitte, schicken Sie jemanden vorbei. Jetzt! Hören Sie, Sie müssen versuchen, ruhig zu bleiben. Ich habe den Notruf rausgegeben und ein Kollege ist bereits unterwegs zu Ihnen. Seine Zähne, sie sind riesig. Scheiße! Bitte helfen Sie mir! Bitte versuchen Sie, ein Auge auf ihn zu haben und stellen Sie sicher, dass die Hintertür verschlossen ist. Wir müssen sicher gehen, dass alle möglichen Zugangspunkte gesichert sind. Können Sie mit mir reden, während Sie überprüfen, ob die Tür verschlossen ist? Okay, ich laufe nun rückwärts und behalte ihn im Auge. Meine Hand ist nun am Türgriff und... Gott sei Dank, sie ist verschlossen. In Ordnung. Hilfe ist unterwegs. Bleiben Sie einfach am Hörer mit mir und alles wird gut. Ich muss aber noch nach dem Riegel sehen. Also muss ich meinen Blick eine Sekunde von ihm nehmen. Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Er ist... Sein Gesicht... Er steht nun direkt am Fenster. Hallo, Sie müssen lauter sprechen. Was ist passiert? Ich hab nur für eine Sekunde weggesehen. Und jetzt... Sein Gesicht... Er steht direkt an meinem Fenster. Seine Zähne sind riesig. Und er lächelt immer noch. In seinen Augen ist keine Farbe. Oh Gott. Bitte helfen Sie mir. Warum verpisst du dich nicht einfach? Hören Sie. Gehen Sie bitte in den nächsten Raum und schließen sich dort ein. Haben Sie einen Keller oder ein Schlafzimmer, in dem Sie sich einschließen können? Er hört nicht auf, mich anzusehen. Er wird mich angreifen. Bitte hören Sie mir zu. Schließen Sie sich irgendwo ein, wo Sie sicher sind, bis mein Kollege bei Ihnen ankommt. Haben Sie gehört?
Ich... Ja... Ja, ich schließe mich in meinem Zimmer ein. Und Sie sind sich absolut sicher, dass Sie allein in Ihrem Haus sind, ja? Ja, ich bin allein im Haus. Warten Sie. Er bewegt sich. Er schüttelt den Kopf. Er sagt mir, dass ich Unrecht habe. Er kann uns hören. Er sagt mir, ich bin nicht allein. Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Ich habe ein lautes Geräusch gehört. Ist alles in Ordnung? Hallo? Eine wirklich beängstigende Vorstellung, wenn man sich nachts einfach nur was zu trinken holen will und man dann plötzlich eine Fratze am Fenster sieht. Findet ihr nicht auch? Nun gut, das war's leider auch schon wieder mit der Führung. Kommt gut nach Hause und vergewissern Sie sich lieber zweimal, ob Sie heute Nacht wirklich alleine zu Hause sind. Ich weiß ja, dass ihr meine Führungen liebt, aber für heute ist sie zu Ende. Oh, guten Abend, Officer. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Mein Herr, Sie hatten vorhin bei uns angerufen, dass Sie eine Leiche in Ihrem Haus haben, die angeblich gestolpert ist und dabei Ihr Kopf geplatzt wäre. Ich will mich nur vergewissern, ob es stimmt, was Sie gesagt haben. Ja, natürlich. Kommen Sie rein und untersuchen Sie die Leiche ruhig. Oh! Du hättest den Anruf von vorhin als einfachen Scherzanruf abstempeln sollen. Scheiß Provinzbulle. Super. Jetzt muss ich zwei Leichen loswerden. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr, sie in den Fluss zu werfen. Fido, komm her, mein Junge. Ja, so ist es gut. Da ist dein Abendessen für dich. Oh, er sieht so süß aus, wenn er frisst. Ja, wer ist Daddys kleiner Liebling? Genau, du bist es. Ja, genau, du bist es. Gut, gut, gut. Ja, du bist es. Bitte helfen Sie mir! Warum verpisst du dich nicht einfach? Hören Sie, gehen Sie bitte in den nächsten Raum und schließen sich dort ein. Haben Sie einen Keller oder ein Schlafzimmer, in dem Sie sich einschließen können? Oha, das ist echt creepy. Hört nicht auf mich an. Und die Sprecher sind doch echt gut ausgewählt, muss man sagen. Angreifen! Bitte hören Sie mir zu. Schließen Sie sich irgendwo ein, wo Sie sicher sind, bis mein Kollege bei Ihnen... Hä? Was ist denn jetzt los? Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Eilmeldung. Was ist denn jetzt schon wieder? Sehr geehrte Damen und Herren, wir entschuldigen uns vielmals, Ihre wichtigen Tätigkeiten unterbrechen zu müssen. Allerdings haben unsere Sicherheitskräfte darum gebeten, einen allgemeinen Hinweis an die Bevölkerung zu senden. Grund dafür ist ein Unfall, der möglicherweise gestern um 17.28 Uhr Ortszeit stattgefunden hat. Dabei könnte es geschehen sein, dass unter Umständen etwas aus dem transportierten Vehikel entkommen ist. Gesicherte Erkenntnisse liegen dazu allerdings nicht vor. Wir weisen Sie natürlich darauf hin, dass dies nur eine Vermutung ist und keinerlei Grund zur Panik besteht. Unsere hochkomponenten Sicherheitskräfte haben den Bereich wenige Stunden nach dem Vorfall abgeriegelt und mit Hilfe schonender Methoden von sämtlichen organischen Verbindungen und Lebensformen gereinigt.
Die dabei entstandene Strahlenbelastung ist für die örtliche Bevölkerung selbstverständlich unbedenklich und wird sich unseren optimistischen Prognosen zufolge innerhalb der nächsten 3 bis 2500 Jahre auf die regulären Grenzwerte absenken. Der Vorsicht halber weisen wir Sie trotzdem darauf hin, innerhalb der nächsten Zeit ein vernünftiges Maß an Vorsicht walten zu lassen. Unsere Forschungsabteilung besteht darauf, dass wir Ihnen leider keine genaueren Angaben zum Phänomenen, zur Entität im Betreff auf dieser Angelegenheit zur Verfügung stellen können. Wir bitten Sie aber deshalb nicht in Sorge zu verfallen. Dieser Schritt dient nur dazu, keine Verunsicherung in der Bevölkerung auszulösen. Der Einschätzung unseres Sicherheitsteams zufolge wird die potenzielle Gefahr im Verlauf weniger Wochen bis Monate gebannt sein, wenn Verstärkung und schwere Waffensysteme eintreffen. Bis dahin bitten wir Sie höflich um die Beachtung folgender Hinweise. Es gibt Anzeichen dafür, dass die gesuchte Entität möglicherweise von Kälte angezogen wird. Daher bitten wir Sie in Bezug auf Ihren Kühlschrank oder andere Gefriergeräte Ihrer Wahl auf folgende Anzeichen zu achten. Erstens, Aussendung von leuchtenden Strahlen. Zweitens, Absonderung von öligen, stark ätzenden Substanzen. Drittens, Geräusche, die als kakodämonisch, urweltlich oder kutleut beschrieben werden könnten. Viertens, starkes Verlangen, Tiere und oder Menschen vor dem betreffenden Gerät zu opfern. Fünftens, Pflanzen in ihrem Wohnraum explodieren auf unerklärliche Weise. Sechstens, spontane körperliche Mutationen bei Ihnen oder Personen in Ihrem Haushalt. Siebtens, das unerklärliche Auftauchen von exorbitanten Mengen an Milchprodukten. Achtens, unerwartetes Eintreten von an insbesondere im nicht wahrnehmbaren Spektrum. Selbstverständlich nur, sofern dies in Ihrem Haushalt kein etablierter Brauch ist. Sollten Sie den Verdacht haben, dass ein oder mehrere dieser Punkte auf Ihr Kühlgerät zutreffen, ist Folgendes zu tun. Öffnen Sie nicht Ihr Kühlgerät. Entfernen Sie sich von Ihrem Kühlgerät. Öffnen Sie nicht Ihr Kühlgerät! Melden Sie sich bei dem für Ihren Wohnort zuständigen Geheimdienst. Öffnen Sie nicht Ihr Kühlgerät! Informieren Sie alle Nachbarn in einem Umkreis von etwa 10 Kilometern und sammeln Sie sich gemeinschaftlich auf einem gut einsehbaren Platz. Öffnen Sie nicht Ihr Kühlgerät! Warten Sie auf unser Eindämmungsteam und befolgen Sie deren Anweisungen. Öffnen Sie unter keinen Umständen Ihr Kühlgerät! Haben Sie diese Anleitung befolgt, werden Sie nach einer Untersuchung unserem freundlichen und kompetenten Krisenbereinigungsteam für humane Herausforderungen übergeben. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie allen Anweisungen unserer Mitarbeiter Folge leisten und sich nicht gegen eventuelle notwendige Prozeduren widersetzen. Im Falle von tätlichen Angriffen, Fluchtversuchen, Beleidigungen und subversiven Bemerkungen sehen wir uns leider zwecks Aufrechtserhaltung der allgemein öffentlichen Ordnung zur Durchführung von lebensverkürzenden Maßnahmen veranlasst. Wir würden Sie außerdem darum dringlich dazu auffordern, keine Gerüchte und/oder Bild- und Tonaufnahmen von eventuellen Entitäten, Phänomenen, Kreaturen, staatlichen Ordnungsmaßnahmen an andere Personen zu verbreiten. Sollten Sie dies doch getan haben, so bitten wir Sie inständig, diese Kontakte vor Ihrer intensiven Mentalreinigung anzugeben, damit sich um deren Betreuung gekümmert werden kann. Bedenken Sie: Fälschliche Vermutungen und vorschnelle Theorien in der Bevölkerung könnten unter Umständen massive Konsequenzen nach sich ziehen, derer Sie sich als pflichtbewusste Staatsbürger sicherlich nicht schuldig machen wollen. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bitten um allgemeine Kenntnisnahme. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können wir diese natürlich gerne nicht beantworten. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung für Sie. Die Lage wird laut unseren hochqualifizierten Experten bald unter Kontrolle sein. Mit freundlichen Grüßen, Ihre... Ja, ist klar. Öffnen Sie unter keinen Umständen Ihr Kühlgerät. Ach, so ein Quatsch.
Was zum... Oh nein! Oh, hallo. Willkommen zurück zu einer weiteren Führung von mir, nach einer etwas längeren Zeit. Ihr fragt euch sicher, warum ihr die letzten paar Wochen nichts von mir gehört habt. Tja, das liegt daran, dass ich durch meine Aktion von der letzten Führung erstmal für eine längere Zeit untertauchen musste. Und leider kann ich euch noch nicht sagen, ob es ab jetzt wieder normal weitergehen wird mit den Führungen. Das wird sich dann erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Aber nun gut, wollen wir mal besser nicht noch mehr Zeit verschwenden und gleich zu einer neuen Führung kommen. Das gute Stück hier hinter mir ist eine Musikbox. Ein ziemlich altes Teil, was man heutzutage kaum noch irgendwo findet, für alle Jüngeren unter euch. Aber um diese Musikbox geht es heute nicht, sondern um das Thema Musik und Tanzen. Wisst ihr, wir alle haben doch sicher einen Lieblingssong, zu dem wir doch gerne tanzen, oder? Doch was ist, wenn ein Song uns so einnimmt, dass er uns grundlegend verändert? Das musste auch der Protagonist unserer heutigen Geschichte herausfinden. Sie heißt We Dance. Der Autor ist wieder mal anonym. Schritte zu hören ist nichts Ungewöhnliches, wenn man in einem Keller sitzt. Also mache ich mir keine großen Gedanken über die leisen, dumpfen Schläge, die vom Flur über mir kommen. Ich nehme einfach an, dass es mein Bruder ist und mache weiter mit welcher unbedeutenden Kleinigkeit auch immer ich gerade beschäftigt war. Es geht noch ein paar Minuten lang weiter. Langsam beginnt es zu nerven. Sie werden immer lauter und lauter und ich seufze. Während ich mich frage, was zur Hölle mein Bruder so spät am Abend macht. Ich sitze nur da, denn es ist unmöglich, mit dem Schläger zu zielen. Ich meine, es klingt, als würde jemand im ganzen Erdgeschoss hin und her rennen. Ich sitze da und höre zu, wie die Schläge schneller und wilder werden. Sie gehen immer weiter, bilden bereits fast einen Rhythmus. Sie werden noch schneller und noch wilder, und sie hämmern über das gesamte Erdgeschoss. Mir wird klar, dass, was auch immer es ist, nicht menschlich sein kann. Kein Mensch kann sich so bewegen. Kannst du da oben nicht einen Moment ruhig sein? Schrie ich schließlich. Darauf verstummten all die Geräusche. Alles ist für einen Moment still. Und dann höre ich ruhige, langsame Schritte, die sich der Kellertür nähern. Die Tür wird aufgestoßen und die Schritte verharren wieder. Für die nächsten 3 Minuten lausche ich meinem Atem. Dann seufze ich, in der Hoffnung, es sei vorbei. Es stellt sich heraus, dass noch etwas gelauscht hat. Plötzlich höre ich es die Treppe herunterpoltern und in meiner Eile stoße ich meinen Stuhl beim Aufstehen um. Ich renne in Richtung des nächsten Schranks, gerade noch rechtzeitig, bevor ich eine groteske, haarlose, vierbeinige Kreatur auf mich zutanzen sehe. Mit den angeschwollenen Füßen einen berauschenden Rhythmus klopfend. Ich hechte in den Schrank und schlage die Tür hinter mir zu. Eine halbe Sekunde ist es still. Dann höre ich denselben Rhythmus an der Tür. Es geht einfach immer weiter und weiter. Ohne Pause. Ohne Unterbrechung. Er tut das jetzt schon seit Stunden. Und ich merke, wie ich anfange, mit den Fingern sein Lied mitzuklopfen. Aber dann, genauso plötzlich wie es begonnen hat, hört es auf. Ich warte eine Weile. Dann schaue ich nach draußen. Er ist weg. Ich knipse ein Licht an und lasse mich in einen Stuhl fallen.
Es ist sicher. Ich entspanne mich und denke eine Weile nach. Aber dann ertappe ich mich dabei, mit den Füßen auf den Boden zu klopfen. Irgendwie ist sein Lied gar nicht so schlecht. Es gefällt mir sogar gut genug, um dazu zu tanzen. Also lasse ich mich auf meine Hände und Füße fallen und fange an zu tanzen. Und das war's auch schon wieder mal mit der Geschichte. Ich bin ehrlich mit euch. Irgendwie hört sich das doch echt cool an. Ihr hört einen geilen Song und kurz darauf verwandelt ihr euch in eine tanzende Kreatur. Was? Der Meinung seid ihr nicht? Naja, egal. Das war's dann auch schon wieder mal mit der Führung. Kommt gut nach Hause und nehmt euch in Acht, falls ihr heute Nacht tanzende Schritte in euren Flur hört. Jetzt komm schon! Stell dich nicht so an! Ist doch nicht mein Problem, wenn du es nicht erträgst, dass ich deine innere Hässlichkeit nach außen getragen habe. Manche Menschen können es einfach nicht ertragen, wie hässlich sie im Inneren sind. Und das, obwohl sie von außen sehr sexy aussehen. Jemand wie er hätte mich einfach nicht aufgrund meines Aussehens verspotten dürfen. Dann hätte ich ihm nicht gezeigt, wie er im Inneren wirklich aussieht. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Führung von mir. Heute geht es um das Thema Schönheitswahn und wie sich dies auf unsere Gesellschaft auswirkt. Passenderweise geht es in der heutigen Geschichte auch um dieses Thema. Sie heißt Kulinarisch hässlich, geschrieben von Pale Diamonds. Fangen wir einmal an. Es braucht schon unglaublich viel Mut, zu seiner Hässlichkeit zu stehen. Seit ich realisieren kann, dass Schönheit eine Währung ist und die Mehrheit bestimmt, was als schön, erstrebens- und begehrenswert gilt, kämpfe ich mit meinen elenden Dämonen. Von einem Tag auf den anderen hat mein Spiegelbild plötzlich an Bedeutung bekommen. Ui, toll, fantastisch! Habe ich darum gebeten? Nein, selbstverständlich nicht. Kann ich es ändern? Nein, nun nicht mehr. Zu spät. Der Zug ist abgefahren. Tschüss, Zug. Ach, es ist einfach essentiell gut auszusehen, wenn man Erfolg haben will, ohne sich großartig anzustrengen. Oder ohne einen Kampf. Sicherlich, Schönheit kann auch ihre Tücken haben. Aber in erster Linie hast du schlichtweg mehr Wege zu gehen, mehr Pfade zu beschreiten und das nur, weil dein Körper, mit dem du nebenbei geboren worden bist und den du dir nicht aussuchen konntest, der gesetzten Norm entspricht. Siehst du überdurchschnittlich gut aus, wird dich jeder lieben und haben wollen. Du bist automatisch begehrenswert und viele nehmen dich und dein perfektes Aussehen sogar als Vorbild an. So will ich auch aussehen. Mensch, siehst du doch klasse aus. Mir doch egal, wie beschissen dein Charakter ist, aber diese Ohren, wow! Und diese Nase erst, und die Lippen, sind die etwa von Gucci? Nein, von Mama und Papa. Nein, echt jetzt? Ach was, cool! Was nicht von Geburt an Schönheit da war, dem Mangel wird chirurgisch halt nachgeholfen. Willst du jemand sein, dann sei schön. Schönheit ist das Nonplusultra. Und wieder sinke ich in den Sumpf meiner Grässlichkeit zurück, während ich den Löffel zu meinem missratenen Mund führe. Ich meine, man darf nicht einmal fett sein.
Fett gilt nämlich nicht als attraktiv. Und schlank ist das neue Schön, seit die Menschen im Überfluss leben. Lächerlich. Und lächerlich ist auch, dass ich viel zu lange versucht habe, den Status schlank zu sein zu erreichen. Diäten, Sport und sogar Präparate. Aber ich kann nicht genug verzichten. Und dadurch bleibt mir der Luxus schlank respektive Schönsein verwehrt. Ich bin dick. Und ja, es ist mir egal geworden. Denn ich habe akzeptiert, hässlich zu sein. Wenn man genauer darüber nachdenkt und seinen Grips ein bisschen anstrengt, ist hässlich sein irgendwie total in Ordnung. Es gibt nur weniger Wege, die ich gehen kann. Aber es sind auch weniger Augen auf mich gerichtet. Wirklich, es gibt nur wenige Verfechter meiner Hässlichkeit. Ein paar einzelne Individuen, die ihr kümmerliches Sein mit Begleitungen mir gegenüber aufwerten. Aber im Grunde widmet sich niemand freiwillig dem Abscheulichen, wenn man seine Aufmerksamkeit dem Schönen zuwenden und vielleicht einen Stich landen kann. Man wartet im Dunkel der Verborgenheit. Man ist nichts. Und nichts ist der Schatten. Diese Seite der Medaille ist trüb, aber sicher. Sofern man die abfälligen Bemerkungen erstmal erfolgreich ignorieren kann. Ich zum Beispiel kann diesen Löffel genießen, ohne dass mir jemand dabei unbedingt zuschauen und seinen Senf dazu abgeben möchte. Die Substanz schmeckt zwar bitter auf der Zunge, ist zäh zwischen den Zähnen und etwas blutig im Abgang. Tja, mein Pech. Ich speise gerne exklusiv. In meinem Kühlschrank habe ich noch mehr davon. Die Ration reicht bestimmt für eine ganze Woche. Dann bin ich gezwungen, meinen widerwärtigen Körper wieder unter die Schönen unter uns zu befördern. Zugegeben, wenn man mit Menschen konfrontiert wird, die im Besitz von etwas sind, was man niemals haben wird, zerreißt einen der Neid wie ein ausgehungerter Geier ein Stück Aas. Man isst das Fleisch im Schnabel der Unwissenden und Schönen. Aber wie sollen sie auch wissen, wie man sich unter ihnen fühlt, wenn sie einen nicht einmal wirklich wahrnehmen? Bewusst, unbewusst wahrnehmen. Selbst wenn man sie anrempelt, würdigen sie dich meistens keinen zweiten Blicks. Außer du hältst sie fest, und wenn es auch nur für eine Sekunde ist. Und im Normalfall reicht eine Sekunde für den Stich. Meine Nadel ist immer griffbereit, und der Inhalt der Spritze wirkt langsam. Es dauert etwas, bis der Stoff in die Blutbahn gerät und das Hirn benebelt. Im Idealfall sitzt die Schönheit bereits in einem Café und lüftet den wirren Kopf aus, in der Hoffnung, der plötzliche Schwindel würde baldigst vorüberziehen. Aber das wird er nicht. Irgendwann, wenn der Zeitpunkt gut und am günstigsten ist, lernen wir uns dann kennen. Wenn Schönheit auf Hässlichkeit trifft. Dieser Gedanke zaubert mir stets ein widerliches Lächeln in mein geschundenes Gesicht. Ironischerweise bevorzuge ich selbst die Makellosigkeit. Sie schmeckt irgendwie süßer. Vielleicht rede ich mir das auch nur ein. Naja, man will halt doch immer das, was man nicht haben kann oder darf. Und dann holt man es sich irgendwann einfach mit Gewalt. Und wenn es soweit ist, ist die Schüssel voll und der Bauch leer. Die Gier erledigt den Rest. Anfangs wirkt man noch ein- oder zweimal, aber wenn man sich an den Geschmack der Schönheit gewöhnt hat, fällt das Schlucken einfacher. Beim ersten Mal habe ich mich übergeben, aber daran sind bestimmt zum Teil die Schuldgefühle ausschlaggebend gewesen. Du darfst das nicht essen. Das ist falsch. Das ist krank. Unmenschlich. Ach was, völliger Bullshit. Daran ist nichts unmenschlich. Unmenschlich ist diese Oberflächlichkeit, diese Ausgrenzung und Intoleranz gegenüber denen, die nicht so viel Glück mit ihrem Genpool haben. Wenn ich könnte, würde ich sie alle fressen. Bei dem Gedanken daran spüre ich, wie sich meine Verdauungssäfte ihren Weg durch meine Speiseröhre nach oben bahnen. Schnell schlucke ich sie mit einem weiteren Happen hinunter. Genug mit dem Unsinn. Die Schüssel ist halb voll und ich habe Hunger. Hunger nach mehr. Mehr Schönheit für mich.
Ach ja. Wenn du nicht wie Supermodel XY aussiehst, bist du hässlich. Einer dieser Sätze, warum ich Shows wie Germany's Next Topmodel nix abgewinnen kann. Aber wie ich schon einmal in einer meiner anderen Führungen gesagt habe, nur weil jemand gut aussehend ist, macht ihn das noch lange nicht zu einem guten Menschen. Hoffentlich lernt die Menschheit eines Tages daraus. Obwohl, wie sagt man so schön? Wenn die Menschheit aus ihren Fehlern lernen würde, gäbe es schon lange keine Kriege mehr. Naja, ändert nichts an der Tatsache, dass ich schön bin. Nicht wahr, mein Freund im Spiegel? Oh. Aber man sagt ja, Scherben bringen Glück. Und auf die innere Schönheit kommt es an. Merkt euch das. Und damit beende ich die heutige Führung. Kommt gut nach Hause und verurteilt einen Menschen nie aufgrund seines Aussehens. Denn ansonsten kann es passieren, dass er sich irgendwann an euch rächen wird. Name David Brown. Geburtsdatum 15.03.1989. Todestag 1.04.2010. Ort des Todes Shannon Hall, 615. Pittsburgh, Pennsylvania, Apartment 811. Das Opfer wurde am Sonntagabend um 11.34 Uhr verstümmelt in seinem Bett aufgefunden. Es gibt insgesamt 4 Zeugen. Zwei der Zeugen, die das Opfer gefunden hatten, berichteten, ein Kinderlachen aus der Leiche gehört zu haben. Kurz nach der Ankunft der Forensik entdeckte man eine Reihe von Pfotenspuren an der Unterseite des Bettes, zusammen mit einigen Haarsträhnen. Analysen zeigten, dass es sich bei den Strähnen nicht um die eines Menschen handelte. Weitere Analysen eines Tierexperten ergaben, dass es sich zusammen mit den Pfoten um ein Kaninchen mit einem extra Finger handeln musste. Bei weiteren Untersuchungen wurde ein Tonband innerhalb des Dickdarms des Opfers gefunden. Als man während der Befragung der beiden Zeugen, die das Lachen gehört haben sollen, das Tonband abspielte, begannen sie sich gegen den Einwegspiegel, mit dem man die Zeugen beobachtete, zu werfen. Sie schrien währenddessen mit großer Kraft Rusty Rabbit. Nachdem man die Zeugen sedieren musste, wurden sie über Nacht unter Arrest gestellt. Am nächsten Tag wurden sie freigelassen. Als man sie vorher zu dem verrosteten Hasen befragte, stritten sie alles ab. Sie konnten sich nicht mehr daran erinnern. Der folgende Text ist ein Beweis in Form einer Bandaufnahme, die von dem Polizei- und Forensikteam beschlagnahmt worden war. Passiert ist. Ich dachte, ich würde sterben. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht. Gestern sah ich etwas. Ich hatte es aufgenommen, weil ich wollte nur etwas wissen. Niemand kann mich retten. Es kommt. Es kommt meinetwegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin aber nicht verrückt. Ich weiß, ich bin nicht verrückt. Ich sah es so klar. Ich bin von der Schule nach Hause gegangen und dieses verdammte Ding, es wandte den Kopf zu mir. Es sah mich an. Es war nur eine Statue. Ich rannte und war beinahe bei meinem Wohnheim angekommen. Aber
unter der Brücke. Diese beschissene Brücke, über die ich immer musste, um nach Hause zu kommen. Ich rannte woanders entlang, zurück zur Schule. Und ich sah es. Es war auf dem Dach gegenüber der Straße vom Park. Dieses Ding. Es lebt! Ich stand nahe genug, obwohl ich nur noch ein Block von der Schule entfernt war. Nur noch einen verdammten Block! Ich würde sicher sein. Ich saß in einer Gasse, an der ich vorbeilief, und es stand am Schreibtisch des Wachmanns. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel hier los ist. Zur Schule gegangen. Ich saß an der Parkgarage, als ich heute Morgen aus dem Fenster sah. Es wird mich nicht in Ruhe lassen. Ich versuchte anzurufen, aber sie nannte mich verrückt. Niemand glaubt mir. Ich kann nicht zur Polizei. Ich kann nirgendwo hin. Bitte, Gott, bitte! Ich weiß nicht, wie man es bekämpft. Es beobachtet mich, wo immer ich bin. Es lässt mich nicht allein. Es lächelte mich an. Jedes beschissene Mal wird sein Grinsen größer und größer. Und die Augen. Oh Gott. Die Augen. Sie sind so tief, so leer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich musste nur etwas länger für meine Mitbewohner bleiben, bis sie zurückkamen. Nur ein wenig länger. Dann würde ich sicher sein. Vielleicht halluziniere ich einfach nur. Sicher tue ich das. Das kann nicht echt sein. Was war das? Oh Gott, es ist hier. Es ist meinetwillen hergekommen. Es ist hier! Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Bitte! Nein! Rusty Rabbit will nur spielen. Wir lieben dich, Rusty Rabbit. Rusty Rabbit will nur spielen. Rusty Rabbit will nur spielen. Rusty Rabbit will nur spielen. Will nur spielen. Rusty Rabbit, Rusty Rabbit. Aufgrund der Vorkommnisse dieser Aufnahme wurden Detektive geschickt, um mit den beiden Zeugen, die angeblich das Kinderlachen gehört haben sollen, zu reden. Beide Zeugen werden vermisst. Die auf dem Band genannte Person wurde am nächsten Tag ebenfalls als vermisst gemeldet. Nach der Untersuchung fanden die Detektive auf allen Handys der Opfer eine Bilddatei. Sie hieß Rusted Rabbit JPEG. Bald hat der Schrecken endlich ein Ende. Es hat wirklich lang genug gedauert. Unzählige Menschen mussten ihn Nacht für Nacht durchleben. In Gestalt einer grauenhaften, abstoßenden Kreatur. Diese bedauernswerten Frauen, Männer und Kinder lagen friedlich und entspannt in ihren Betten und tauchten in die bunte, tiefe und schrankenlose Welt ihrer Träume ein, bis sie plötzlich irgendetwas weckte. Ein Geräusch,
oder auch nur eine ungute Vorahnung. Und dann sahen sie sich ihrem größten Albtraum Auge im Auge gegenüber. Einem gedrungenen Geschöpf mit runzliger Haut, einem dürren Hals, kräftigen, krallenbewehrten Armen und einem breiten, fleischigen Kopf, der fast nur aus Zähnen zu bestehen scheint. Die rotleuchtenden Augen des Ungetüms schweben wie zwei unheilvolle Sterne durch die Nacht, und die kreischende Stimme schneidet sich selbst in die stärkste Seele hinein, wenn sich der groteske Mund näher und näher an seine Opfer heranschiebt und verstörende Worte in einer Sprache spricht, die wohl kein Mensch je entschlüsseln kann. Glücklicherweise hat es noch niemanden getötet, bis jetzt jedenfalls. Aber warum? Darüber können wir nur spekulieren. Vielleicht ist es gestört worden und geflohen, als jemand anderes ins Zimmer kam oder das Licht anging. Vielleicht weiß es noch nicht genug über uns Menschen, um sich einen Angriff zuzutrauen. Vielleicht will es auch nur Psychoterror verbreiten und weidet sich an unserer Angst. Aber das ist mir eigentlich scheißegal. Darüber sollen sich Wissenschaftler und Philosophen ihre Eierköpfe zerbrechen. Ich will das Viech nur abmurksen und meine Fäuste tief in seine hässliche Fressluke stopfen. Oder den Lauf meines Gewehrs. Verdient hat es das allemal. Viele, die von der Kreatur besucht wurden, haben Angststörungen entwickelt. Manche sogar Depressionen, Paranoia, Schizophrenie. Sie trauen sich nicht mehr zu schlafen oder das Licht anzumachen. Sie haben keine Kraft mehr zur Schule, in die Uni oder zur Arbeit zu gehen. Ihr Leben ist versaut, auch wenn ihre Körper verschont wurden. Es sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leben. Jedes davon wäre einen zerfetzten Monsterschädel wert. Mindestens. Wie schade, dass ich nur so wenig Kugeln habe. Immerhin haben wir das Versteck der Kreatur jetzt gefunden. Wanderer haben zufällig entdeckt, wie die Kreatur dort hineingehuscht ist. Es liegt mitten in diesem Wald unter den Wurzeln eines uralten, gewaltigen Baumes. Und genau dort befinde ich mich jetzt. Direkt über dem Baum dieses Wichsers. Als Ex-Soldat und erfahrener Dämonenjäger bin ich genau der richtige Mistkerl für den Job. So leise wie möglich gleite ich durch die enge Öffnung unter den knorrigen Wurzeln. Andere hätten vielleicht Angst gehabt, aber für mich ist es Routine. Ich bin schon öfter in feindliches Terrain vorgedrungen, als ich zählen kann. Und auch ein übernatürliches Geschöpf ist nicht viel gefährlicher als ein Soldat, der um sein Überleben kämpft. Als ich unten ankomme, leuchtet die Lampe unterhalb der Mündung meines Gewehrs direkt in die hässliche Visage des Ungeheuers. Das Ding will noch seine Hände heben, aber ich drücke bereits den Abzug. Mündungsfeuer erhellt das Versteck der Kreatur und Kugel um Kugel schlägt in seinen weichen, ekelhaften Kopf. Grün-gelbes Blut spritzt an die Wände, die Decke und den Boden. Das Vieh schreit in seiner seltsamen Sprache wie ein Schwein auf der Schlachtbank. Das Geschrei nervt mich tierisch. Aber wozu Ohrenstöpsel, wenn man eine fette Wumme hat? Nach einigen weiteren Ladungen liegt das Ding endlich still. Was für ein geiles Gefühl! Ich bin ein Held! Das ganze Land, nein, die ganze verdammte Welt wird meinen Namen kennen! Erin Hill, der Monstertöter! Gekacken, Siegfried! Jetzt kommt der Hillstar! Ein breites Grinsen wächst auf meinen Mundwinkel. Vielleicht sollte ich mit dem Ding posieren. Ein hübsches Selfie für meine Facebook-Seite und für Instagram. Für die Ladies, damit sie was Geiles haben, das sie sich auf den Nachttisch stellen können. Aber erstmal brauche ich mehr Licht. Ich stelle mein Gewehr auf einen Tisch, den das Ding offensichtlich hier hingestellt hatte, als es noch nicht aus Blut und Matsch bestand, und hole meine fette Hochleistungstaschenlampe raus. Zum ersten Mal sehe ich das Versteck in richtig guter Beleuchtung. Ein weiterer Tisch mit einem hölzernen Stuhl. Ein Schrank mit Büchern. Bilder von Landschaften und ländlichen Menschen. Ein Teppich. Ein verdammter Computer. What the fuck? Das sieht hier ja mehr aus wie in der Wohnung eines Geschichtslehrers als wie im Schlupfloch eines Monsters.
Langsam gehe ich zu einem großen ledergebundenen Buch, das aufgefaltet auf dem Schreibtisch liegt, auf dem sich zurzeit auch mein Gewehr befindet. Obwohl ich es nicht erwartet hatte, kann ich die Schrift darin tatsächlich lesen. Das Ding mochte vielleicht nicht unsere Sprache sprechen, aber es konnte eindeutig darin schreiben. Seine Schrift ist geschwungen und verschnörkelt, lässt sich aber trotzdem gut lesen. Tag 187. Es ist zum Verzweifeln. Egal was ich auch tue, ich kann mich den Menschen einfach nicht verständlich machen. Meine Stimmbänder können keine für sie interpretierbaren Laute erzeugen, auch wenn ich die Struktur ihrer Sprache inzwischen perfekt verstehe und beherrsche und sie sogar in Gedanken häufiger verwende als meine eigene. Hinzu kommt, dass mein Aussehen sie über die Maßen verstört und verängstigt. Verschiedene Berichte im Internet haben mir das genauso deutlich gemacht wie die Mimik und die Reaktionen meiner Schutzbefohlenen. Das tut mir weh und ich bedauere es sehr. Das Letzte, was ich will, ist den Menschen Angst zu machen. Aber ich kann mein Aussehen nicht verändern und auch nicht unsichtbar werden. Nicht, wenn ich die Tore versiegeln will. Denn dafür und für unzählige Raum- und Zeitsprünge benötige ich all meine Konzentration. Also brechen die Menschen weiterhin in Panik und Angst aus, wenn ich ihnen begegne. Und es ist ja auch nicht verwunderlich. Ich habe erhebliche Ähnlichkeit mit den Schreckgespenstern, mit denen sie sich selbst in Filmen und Geschichten quälen. Nur, dass meine Absichten gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Als letzter meines Volkes der Grauri kann nur ich sie noch vor Wesen schützen, gegen die selbst die schlimmsten Monster aus ihren Filmen geradezu ein amüsanter Witz sind. Denn die Tore von Varustrasch sind geöffnet. Und ihre verschlungenen Pfade führen in die Schlafstätten von Milliarden Menschen, die sich nicht einmal ansatzweise gegen das verteidigen könnten, was die Barriere durchschreiten will. Also muss ich ihr Schild sein. Ihr Beschützer. Und dabei bin ich so müde. Müde von der dauernden Ablehnung. Müde von den Missverständnissen. Müde von all den Kämpfen. So schrecklich müde. Ich werde mir etwas Ruhe gönnen. Ein paar Stunden nur. Aber ich gebe nicht auf. Ich muss stark sein. Sie haben doch nur mich. Im Juni 1972 erschien eine Frau im Cedars-Sinai-Krankenhaus, die nichts außer ein weißes, mit Blut beflecktes Kleid trug. Das sollte nichts Außergewöhnliches sein, da Leute, die in Unfälle verwickelt sind, häufig zum nächstbesten Krankenhaus gehen, um behandelt zu werden. Jedoch gab es zwei Dinge, welche die Leute, die sie sahen, zum Erbrechen und Fliehen brachten. Zuallererst war sie nicht wirklich menschlich. Sie sah in etwa wie eine Schaufensterpuppe aus, hatte jedoch die Gewandtheit und Gewissheit eines normalen menschlichen Wesens. Ihr Gesicht war so makellos wie das einer Schaufensterpuppe, die Augenbrauen entfernt und mit Make-up versehen. In ihrem Kiefer hatte sich ein Kätzchen verfangen, so tief, dass man ihre Zähne nicht sehen konnte. Das Blut strömte heraus über ihr Kleid auf den Boden. Dann zog sie das Kätzchen aus ihrem Mund, warf es zur Seite und kollabierte. Von dem Moment an, als sie das Krankenhaus betrat, bis sie in ein Zimmer gebracht wurde und für die Behandlung gesäubert wurde, war sie komplett ruhig, emotionslos und bewegte sich nicht. Die Ärzte dachten, es sei das Beste, sie ruhig zu halten, bis die Polizei ankommen würde. Sie protestierte nicht. Man bekam keinerlei Antwort von ihr und die meisten Mitarbeiter fühlten sich unwohl, um ihr länger als ein paar Sekunden in die Augen zu sehen. Doch sobald sie versuchten, ihr Beruhigungsmittel zu geben, wehrte sie sich mit extremer Stärke. Zwei Mitarbeiter mussten sie festhalten, als sie ihren Körper vom Bett erhob,
während sie denselben leeren Gesichtsausdruck beibehielt. Sie drehte ihre emotionslosen Augen zum männlichen Arzt und tat etwas Ungewöhnliches. Sie lächelte. Während sie das tat, schrie die Ärztin auf und ließ sie erschrocken los. Im Mund der Frau gab es keine menschlichen Zähne. Nur lange, scharfe Stacheln. Zu lang für ihren Mund, um ihn ganz zu schließen, ohne Schaden anzurichten. Der Arzt starrte sie an und fragte erschrocken: "Was zur Hölle bist du?" Sie knackte ihren Hals in die Schultern, um ihn zu mustern, während sie immer noch lächelte. Lange war es still. Die Security wurde alarmiert und man konnte hören, wie sie den Gang hinunterlief. Während der Arzt sie hören konnte, huschte die Frau auf ihn zu und bohrte ihre Zähne in seinen Hals. Sie riss ihm den Adamsapfel heraus und ließ den Arzt nach hinten auf den Boden fallen. Er schnappte mehrere Male nach Luft, bevor er an seinem Blut erstickte. Sie stand auf und lehnte sich über ihn. Ihr Gesicht kam ihm gefährlich nah, während er dem Tod entgegensah. Sie lehnte sich näher an ihn und flüsterte in sein Ohr: "Ich bin Gott." Die Augen des Arztes erfüllten sich mit Angst, während er sie beobachtete, wie sie seelenruhig davonging und die Wachleute begrüßte. Das Letzte, was er sah, war, wie sie einen nach dem anderen auffraß. Die Ärztin, die den Zwischenfall überlebte, nannte die Frau die Emotionslose. Sie wurde nie wieder gesehen. Nirgendwo sonst verschwinden im Norden Amerikas mehr Menschen wie im sogenannten Alaska-Dreieck. Die Quote an Vermisstenfällen ist dort dreimal höher als in allen anderen US-Bundesstaaten. Es verschwinden Einheimische wie Touristen und sie hinterlassen oftmals nicht den kleinsten Hinweis. Seine Fläche entfaltet sich zwischen der Hauptstadt Juneau im Südosten etwa 900 Kilometer nordwestlich von der bevölkerungsreichsten Stadt Anchorage entfernt und Point Barrow ganz im Norden. Sie reicht von der Küste über die Tundra zu hochalpinen Berghängen. Seit den 1950ern steht das Alaska-Dreieck hauptsächlich für verschollene Flugzeuge und plötzlich aufkommende, Schiffe versenkende Stürme in den Küstengebieten. Aber auch Sagen und Legenden der Ureinwohner über Fabelwesen oder Kreaturen aus der Kryptozoologie, Geschichten von rastlosen Geistern oder wiederkehrenden Geisterschiffen sind keinesfalls zu kurz gegriffen. So verschwand 1932 die SS Bechimo. Über 30 Jahre lang wurde sie immer wieder als unbemanntes Schiff gesichtet. Genauso die legendäre SS Octavius bis 1775. 1950 hat sich ein Flugzeug von Anchorage nach Montana scheinbar in Luft aufgelöst. Die Suche danach blieb ergebnislos. 1972 verschwand das Flugzeug eines Mitglieds der Kommission, die den Mord an Kennedy untersuchte. Es startete ebenfalls in Anchorage, kam aber nie in Juneau an. Nach Konsens der dort ansässigen Menschen wird der behördlichen Aufklärungsarbeit nebenbei bemerkt kein großes Vertrauen zugesprochen. Um darauf näher einzugehen, ein Wanderer entdeckte 2014 abseits des Pfades ein altes Skelett, das sich letztlich als die Leiche einer von 2004 vermissten Person entpuppte, bis zuvor jedoch durch einen Fehler in den Unterlagen der Ermittler einer anderen vermissten Person zugeordnet war. Beide Familien der jeweiligen Person mussten später darüber in Kenntnis gesetzt werden. Vorkommnisse wie diese erzeugen eher ein Bild von überforderten und willenlosen Behörden,
überwiegend aber vor allem wegen sehr niedrigen Erfolgsquoten, was die Aufklärung von vermissten Personen im Allgemeinen betrifft. Hinzu kommen eine sehr dünne Landesbesiedlung in einem US-Bundesstaat mit unbändiger Wildnis, undurchdringlichen Wäldern, vielen Gletscherspalten und Höhlensystemen. Die Konsequenz daraus sind staubansetzende Ermittlungsakten in den Schubladen. Wie bei seinem Namensvertreter, dem Bermuda-Dreieck, sind so auch beim Alaska-Dreieck unerklärliche Phänomene seit Jahrzehnten zu verzeichnen. Deren größter Unterschied liegt offensichtlich darin, dass sich erstens überwiegend über den Atlantik, letzteres vor allem über Land und den Küstenfjorden erstreckt. Dies sind zumindest die Informationen aus einem Magazin, das irgendwo im Inneren des Busses herumtümpelte. Der graue Campingbully raunte seit einer Weile zu einer neuen Stelle, auf der sie ihre Zelte aufschlagen würden, einige Meilen südlich von der kleinen Hafenangelstadt Swart und entlang am sehr weiten Süden von Anchorage bei Miller's Landing Campground. Die Rede ist deshalb von neuer Stelle, weil das Wäldchen, in dem sich die Gruppe zuvor niederlassen wollte, ziemlich unangenehm gerochen hatte. Hintergrund: Hinter einem Gebüsch lag ein toter Elch, beziehungsweise eine tote Elchkuh. Ihr Gerippe ragte auseinander wie ein offenes Buch, an dem noch ein paar Fleischfetzen hingen und sich bereits Maden daran labten. Vermutlich das Werk eines hungrigen Raubtiers. Nichts Ungewöhnliches in der Natur von Alaska. Wo sie die Campingzelte nun aufgeschlagen hatten und wo nun ein Feuer vor sich hin knistert, ist ein idyllisches Plätzchen am Fjorde, mit Bergerhebungen im Horizont und einem Nadelwald, dessen Nadelluft bis vorhin noch in ihren Nasen zog, als dieser sich noch nicht zu Feuerglut und Rauch wandelte. Nachdem sie den Tag am See mit Angeln verbracht hatten, damit das Lager aufzubauen und die gefangenen Fische zu verzehren, nachdem sie sie gegrillt hatten, war es inzwischen Nacht geworden. Der Abend war mit Gelächter, Herumalbern und Gesang durchzogen. Das Glitzern leerer Bierflaschen verlieh der Feuerstelle eine gewisse Signatur, die die ausgelassene Stimmung nur noch deutlich unterstrich. Es wurde reichlich spät und so wie das abgeflachte Feuer waren sie irgendwann an den Punkt gelangt, an dem es ruhig wurde und keiner richtig weiß, wie dieses bizarre Thema überhaupt zustande kommen konnte, das nun seinen Weg in die Runde gefunden hatte. Die ersten erfolgreichen Kopftransplantationen wurden bereits im letzten Jahrhundert von russischen Wissenschaftlern an Hunden durchgeführt. Schaut im Internet nach und überzeugt euch selbst, warf Mark in die Runde. Sowas ist grausam, abartig und unmenschlich. Und du solltest es nicht auch noch verbreiten, machte Jane ihm zum Vorwurf. Ich sag's euch, Leute, meine Theorie wird sich noch bewahrheiten. Das menschliche Gehirn wird in wenigen Jahrzehnten unabhängig vom Körper existieren können, mit vollumfänglich künstlicher Realität. Wie in dem verdammten Matrix-Film. Es braucht nur die richtige Technologie. Mist, verdammter. Tom hatte inzwischen aufgehört, die Gitarrenseiten zu zupfen, als er einen Klang verfehlte. Mark blickte zu James. Du stimmst mir doch wenigstens zu, oder James? Wie können wir uns sicher sein, dass unsere Hirne nicht längst entnommen worden sind? Dass alles, was wir in unserer Umgebung sehen und fühlen, uns nicht nur von elektronischen Impulsen vorgegaukelt wird? Dass unsere Gehirne nicht genau jetzt in irgendeinem Glas schwimmen? Dabei wippte er sein närrisches Gesicht mit hochgezogenen Augenbrauen etwas hin und her, um James mit Nachdruck aus der Reserve zu locken. Bekam aber zunächst nur einen geschmissenen Marshmallow von der genervten Jane an den Kopf. Dein Gehirn zumindest schwimmt wohl gerade in einer Kloschüssel. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Wir wissen es nicht, Mark. Es ist Zeitvergeudung, darüber nachzudenken, wenn du mich fragst, sagte James, der dann desinteressiert einen Zweig ins Feuer schmiss. Ich geh mir noch etwas die Beine vertreten. Jetzt noch? Rief Tom ihm hinterher. Mark warnte ihn noch halb scherzhaft vor dem berüchtigten Alaska-Dreieck. Und doch verschwand James in der Dunkelheit. Die Sterne verteilten sich wie Streusel am Himmel, während sich das Wasser angenehm am Kiesbett labte. James zog knisterndes Schrittes voran. Allein auf seinem Spaziergang. Irgendwann drehte er sich nochmal um,
bemerkend, dass ab hier ein Hügel die Sicht zu seinen Freunden abschnitt. Er konnte sie aber noch relativ klar vernehmen. Die unendlich tiefschwarzen Lücken zwischen den Bäumen hinter ihm wirkten zwar gruselig, störten ihn aber nicht weiter. Er wandte sich dem Wasser entgegen und betrachtete den weiten Küstenabschnitt mit seinen alpinen Erhebungen im Hintergrund. Hier konnte er sich für den ruhigen, melancholischen Moment dessen Gedanken hingeben. Alte Erinnerungen quollen wieder hervor, wie dass er sich etwa vor einem halben Jahr die Rippe gebrochen hatte und die Stelle immer noch etwas schmerzt. Arbeitsunfall, als Aushilfe beim Hochseefischen. Krankenversichert war er auch nicht, was ihn damals nur noch tiefer in Teufels Küche manövrierte. Die finanzielle Unterstützung seiner Eltern war es, die ihn wieder auf gerade Linie brachte. Er dachte an Dinge, wie dass er etwa vor 3 Wochen seinen Kater Billy zu Grabe tragen musste. Auch wenn dieser ein stolzes Alter von 17 Jahren erreichte, machte es ihn natürlich trotzdem traurig. Oder wie schlecht es zurzeit um seine Beziehung stand. Sie geriet nicht ständig in Streitereien oder so. Es war mehr ein Auseinanderleben zwischen Catherine und ihm. Auch fragte er sich, ob sein Studiengang auf dem College die richtige Wahl gewesen war oder was ihm die Zukunft noch so alles bringe. Warum ihm dies alles jetzt durch den Kopf geisterte, wusste er nicht. Vermutlich lag es an dem einsamen Hier und Jetzt, wenn sich die Gedanken wieder neu ordnen können, diese nicht mehr durch das Gebrabbel der anderen abgelenkt sind. Er ging in die Hocke, warf unbedeutend ein paar Steinchen ins Wasser. Dann stand er bereits mit einem Bein auf dem Rückweg, doch fühlte er plötzlich ein Vibrieren unter seinen Füßen aus dem Boden kommend. Kurz darauf fing er an zu bemerken, wie sich das Wasser vor ihm aufzuschäumen begann. Auf jene Weise, wie es Wasser tut, wenn etwas Größeres darunter hervortaucht. Es waren die unzähligen herabperlenden Tropfen, die die Anwesenheit des zunächst dunklen Objekts über der Wasseroberfläche verrieten, dessen Erscheinungsbild sich im nächsten Moment als glänzend, metallisch und glatt herausstellte, wobei sich zeitgleich ein Ring aus kreisrunden, blendenden, grellen Lichtern gebildet hatte, der James sich die Hand vors Gesicht halten ließ, sowie sich seine Augen zusammenzukneifen. Er war wie festgefroren. Aufgrund der ganzen surrealen Situation wusste er in diesem Moment nicht mehr, was 2 plus 2 ergab. Die Lichter wechselten urplötzlich den Standort, schwebten jetzt über ihm. Dann nichts mehr. Letzten Endes verlor James das Bewusstsein. Schreie. Irgendwo unbändige Schreie. Dann ein warmes Wohlgefühl. Bei dem, was nun eintrat, kam er sich wie in einem Fiebertraum vor. Aber gleichzeitig tat er es auch nicht, so dass das Reale nur schwer vom Traumteil zu unterscheiden war. Er lag unbekleidet auf einer Art von Operationstisch. Das Licht war hell und es war kalt. Er begann, kleine Hände mit langen Fingern auf dessen Haut zu spüren, die ihn mit Schleim einrieben. Dann tasteten sie ihn mit eigenartigen Instrumenten ab, was bei ihm weder Schmerz noch Qual verursachte. Und auch fühlte er sich nicht sonderlich bedroht von diesen fremden Wesen mit ihren schwarzen, riesigen Glubschaugen und großen, herzförmig grauen Schädeln. Einer dieser zierlichen, sowie mit Nüstern statt Nasen bewachsenen Gestalten trat sogar neben ihn, nur um ihm zunächst die Hand zu halten, so als wolle es ihm wie ein Kinderarzt Trost spenden und sagen, dass alles gleich vorbei sei, dass diese medizinische Prozedur nun mal notwendig wäre. In solch einem Moment, der wohl einzig mit den Wahnvorstellungen eines Junkies verglichen werden kann, klare Gedanken zu fassen, ist schier unmöglich. Was folgte, waren nur noch nebulöse Ausschnitte des Geschehnisses, so lange, bis die Ohnmacht eines weiteres Mal einsetzte. Dann wiederfand sich James schlagartig zurück am Ufer. Zwar noch etwas taumelnd, doch schien alles wieder so, als wäre nie etwas gewesen. Selbst seine Klamotten waren wieder an Ort und Stelle. Was zum Teufel? War alles, was er vorerst von sich geben konnte. Und er haderte mit sich selbst, zweifelte an seinem eigenen Verstand und an seinem Umfeld. Beschloss es aber nun mehr als Halluzination aufgrund der späten Uhrzeit und des Alkohols abzutun. Und dass es am besten wäre, erst einmal zu den anderen zurückzukehren. Ich sag
sag's euch, Leute. Meine Theorie wird sich noch bewahrheiten. Das menschliche Gehirn wird in wenigen Jahrzehnten unabhängig vom Körper existieren können, mit vollumfänglich künstlicher Realität. Wie in dem verdammten Matrix-Film. Es braucht nur die richtige Technologie, sagte Mark. Mist, verdammter, sagte Tom, der inzwischen damit aufgehört hat, die Gitarrenseiten zu zupfen. Mark blickte zu James, der dann die Feuerstelle erreichte. Du stimmst mir doch wenigstens zu, oder James? Wie können wir uns sicher sein, dass unsere Hirne nicht längst entnommen worden sind? Dass alles, was wir in unserer Umgebung sehen und fühlen, uns nicht nur von elektronischen Impulsen vorgegaukelt wird? Dass unsere Gehirne nicht genau jetzt in irgendeinem Glas schwimmen? Statt zu antworten, nahm James jedoch einen verwirrten Gesichtsausdruck an. Dein Gehirn zumindest schwimmt wohl gerade in einer Kloschüssel. Was ist los, James? Hattest du die Sprache verschlagen? Ist alles in Ordnung mit dir? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, fragte Jane zum Schluss. Ach, nicht so wichtig. Mich überkam gerade nur das merkwürdige Gefühl eines Déjà-vu, antwortete James, der sich indessen mit handwedelnder Schwamm-drüber-Geste dazu ans Feuer setzte, woraufhin der restliche Abend dahinflog. Und nach 3 blitzschnellen, ins Land ziehenden Tagen, in denen alles normal verlief, sowie ohne sonderlich nennenswerte Ereignisse, neigte sich der Campingausflug der Freunde dem Ende entgegen. Aufgrund von Feierlaune und Übermüdung tat James für die nächsten Monate seine Begegnung als Täuschung ab, so dass er ein Gespräch darüber gar nie erst in Erwägung zog und es stattdessen selbst für die nächsten Jahre für sich behielt. Nach 3 Jahren änderte er allerdings seine Meinung und meldete diesen Vorfall nun doch den Behörden. Zeitungsberichte trugen es in die Öffentlichkeit, woraufhin begeisterte Fans aus der Prä-Astronautik-Szene Wind davon bekamen. Er wurde von Podcast zu Podcast geladen, saß in diversen Talkshows, allesamt unter dem Slogan Begegnungen der dritten Art. Und irgendwann war James ein erfolgreicher Buchautor, so dass er seine UFO-Entführung auch literarisch verarbeiten und das Geschehenes in den Bücherregalen vermarkten konnte. James würde in Zukunft 2 Ehen schließen, aus denen insgesamt 3 Kinder hervorgingen. Schließlich würde er irgendwann im Alter von 82 Jahren aus dem Leben scheiden, wohlwollend im Bett seines abgelegenen Landhauses. Diese Szenarien sind es jedenfalls, die dessen Wirklichkeit über ein ganzes Leben hinweg abbilden und prägen werden und die die windigen Tentakel einer blubbernden, wulstigen Kreatur gerade auf einer fremdartigen Tafel tippen, auf der eine finstere, kryptische Textform herumschwirrt, Zeichen auf- und abtanzten oder blinken. Der schiere Geruch des Tentakelorganismus, der da halb im Schatten nur als Haufen von alten Algen und verwesten Seetier gedeutet werden kann, würde bei den meisten Menschen sofortige Würgereize verursachen. In nächster Nähe befindet sich ein steinernes Podest. Darauf liegt eine unbekleidete, regungslose Person. Oder zumindest, was davon noch übrig ist. Es ist ein Junge namens James Cornwall, 24 Jahre alt, eben erst beim Camping in Alaska von einem nicht zu identifizierenden Flugobjekt verschleppt. Der Brustkorb des Entführten klafft weit offen. Nicht so wie bei der toten Elchkuh, auf den seine Freunde und er heute Morgen noch gestoßen sind, sondern mehr wie eine offene, leere Truhe. Aufgeklappt, ausgehöhlt. Seine Gliedmaßen wurden ab den Händen und Füßen sauber abgetrennt. Gleiches gilt für die Genitalien, sowie sein halbes Gesicht. Sein Anus ist im perfekten Kreis herausgeschnitten worden. Seine Schädeldecke kann nur noch als halbiert, ausgehöhlte Wassermelone betrachtet werden. Und schließlich sind die Organe und sein Blut vollständig extrahiert worden. Und doch ist James Cornwall noch bei vollem Bewusstsein. Sein pulsierendes Gehirn, auf dem winzige, feine Äderchen zu erkennen sind, schwimmt inzwischen in einem Zylinder, der mit der Tafel verbunden ist, auf der die flinken Tentakel bis eben noch ihre Programmiersprache getippt haben, gleich jedoch den Upload vervollständigen und den Zylinder abtransportieren ließen. Die tüchtige Hirntransplantation mit ihren langen, herabhängenden Greifarmen ist bereits in der Kammer eingetroffen, worin sie sich soeben um den Zylinder scharten, um geduldig ihr Zeichen abzuwarten.
Aufgrund der unschönen Weise, wie sie ihre Probanden mit Amputationen, Ausschnitten und Entnahmen verunstalteten, möchte man vielleicht Perversion oder den Hang zur Abartigkeit mutmaßen. Auf den Umstand zurückführend, dass der Proband diese Prozedur stets bei vollem Bewusstsein durchläuft, nicht zu verdenken. Doch sind nun mal genau dies die biomechanischen Voraussetzungen, die mit der Entnahme eines funktionierenden Hirnes seit jeher einhergehen. Kurz gesagt, um die nötigen Bedingungen schaffen zu können, müssen elektromagnetische Verbindungen durch den modifizierten Körper geleitet und an Apparate angeschlossen werden, deren Funktionalität sich jeglichen menschlichen Verständnisses entzieht. Du, lieber Leser, brauchst dir allerdings keine großen Sorgen wegen jener äußerst schmerzhaften Prozedur zu machen, weil sie eines Tages auch dich zu ihrem nächsten Ziel bestimmen werden. Sobald sich dein Gehirn im Zylinder befindet, werden sie jegliche deiner Erinnerungen an die Qualen daran längst aus deinem Gedächtnis gelöscht haben, so dass es dann im Prinzip niemals geschehen ist und du dich sofort in deiner ausgetauschten, doch gewohnten Realität wiederfinden wirst. Dein Leben würde für dich wie gehabt weiterlaufen. Oder fast normal. Das Einzige, was sich ändern würde, wäre der Standort, die Singularität deines Denkens, deines Bewusstseins. Es kann sein, dass du häufig dem Gefühl eines Déjà-vus unterzogen wirst. In so einem Fall hat der Datenübergang von Interferenz zu den Synapsen schlicht etwas zu lange gedauert. Denn deren außerweltliche Technologie ist zwar äußerst fortschrittlich, aber nicht perfekt. Nun ist es soweit. Der Ladebalken ist abgeschlossen. James Cylinder wird jetzt von der Einheit abtransportiert. Seine Überreste vom Operationspodest werden beseitigt. Sein Zylinder lagert jetzt unter hunderttausenden anderen Zylindern mit intakten und pulsierenden Gehirnen in einer großen Felshalle mit merkwürdigen Anschlüssen und elektrischen Verbindungen. Dann entfernt sich das dunkle Raumschiff, das aussieht wie ein länglicher Asteroid, von der Erde. Am 24. November 2014 erhielt die Polizeibehörde der Kleinstadt Little Nom einen Anruf von Sarah Cooper, einer einfachen Hausfrau, Mutter eines 8-jährigen Jungens und Eigentümerin des Cameron-Anwesens, welches auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald steht. Die Anrufe wiederholten sich in den darauffolgenden Tagen mehrfach, doch nach dem letzten Anruf am 4. Dezember 2014 hörten die Anrufe auf. Sarah Cooper wurde am darauffolgenden Tag als vermisst gemeldet, tauchte jedoch bis heute nie wieder auf. Die Anrufe, welche von der Polizei aufgezeichnet wurden, verbreiteten sich kurz darauf im Internet und schufen einen gewaltigen Hype, aus welchem die verrücktesten Theorien hervorgingen. Die Tat gilt bis heute als nicht vollständig aufgeklärt. November 2014, 0:56 Uhr. Polizeistelle Little Nome, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Sarah. Sarah Cooper. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich Sie zu solch später Stunde noch belästige. Aber ich und mein Sohn, wir konnten einfach keinen Schlaf finden. Irgendwelche Teenager haben wohl vergessen, den Leuten an Halloween Streiche zu spielen und laufen schon seit über 30 Minuten mit so fürchterlich grellen Taschenlampen durch den Wald. Ich weiß, der Wald ist für jeden zugänglich, aber könnten Sie vielleicht einmal nachsehen? Ich habe Ihnen schon mehrmals zugerufen, aber Sie wollen sich einfach nicht zeigen. Wir sind in ungefähr 10 Minuten da. Vielen Dank. Es tut mir auch leid, dass ich Sie um diese Uhrzeit wegen solcher Nichtigkeiten anrufe. Aber ich muss meinen Sohn morgen ganz früh zu einer Schulveranstaltung bringen und
Ich fahre ungern, wenn ich müde bin. Ach was, dafür sind wir schließlich da. In dieser Stadt passiert ja auch sonst nie was, also kommt mir ein wenig Abwechslung ganz gelegen. Ich danke Ihnen. Legen Sie und Ihr Sohn sich wieder hin. Spätestens in 15 Minuten wird nichts mehr im Wald leuchten. Auf Wiedersehen. Schlafen Sie gut. November 2014, 23.12 Uhr. Polizeistelle Little Gnome, was kann ich für Sie tun? Ich bin es, Sarah Cooper, schon wieder. Es wird mir langsam schon peinlich, aber diese Teenager huschen schon wieder mit ihren scheußlichen Lichtern durch den Wald. Und ich glaube, einer hat sogar durch einige unserer Fenster geleuchtet. Es stört einfach ungemein. Ich bin mir fast sicher, dass es die Wilson-Zwillinge sind. Die beiden würden eingehen, wenn sie nicht irgendjemanden des Nachts auf den Wecker gehen könnten. Hä? Was? Sie haben gestern also niemanden angetroffen? Leider nicht. Ich habe die Lichter aber ebenfalls gesehen. Waren ziemlich hell für Taschenlampen. Naja, jedenfalls habe ich gerufen, dass sie die Lampen ausmachen sollen. Und als sie nicht reagiert haben, habe ich die Polizeisirene angemacht. Ach so. Und ich habe mich schon gewundert, warum plötzlich die Sirene losging. Und ich hatte sogar schon Angst, da draußen wäre irgendein entlaufener Häftling. Keine Sorge, das bezweifle ich. Jedenfalls sind die Lichter nach wenigen Sekunden ausgegangen. Vermutlich haben diese Kinder es dann doch mit Angst zu tun gekriegt. Oh, tja, offenbar sind sie tollkühner als wir dachten, denn sie sind wieder da. Tja, dann werde ich mich mal wieder auf meinen Autositz schwingen und diese kleinen Unholde auf ein neues verjagen. Das ist zu freundlich von Ihnen. Dann bis gleich. Bis gleich. In den folgenden 3 Tagen kamen immer wieder zwischen 23 und 2 Uhr Anrufe von Sarah Cooper, in denen sie sich über die Teenager beschwerte, die in der Nähe ihres Hauses durch den Wald liefen. Officer Clark war zwar immer schnell zur Stelle, jedoch konnte er ebenfalls nur die Lichter erkennen. Von den Teenagern fehlte jede Spur. 28. November 2014, 1.24 Uhr. Polizeistelle Little Gnome. Hallo? Ist Officer Clark zu sprechen? Tut mir leid, Officer Clark ist gestern in den Urlaub gefahren und wird erst in 2 Wochen zurück sein. Wie war noch gleich Ihr Name? Sarah Cooper. Ach ja, Tate hat Sie letztens bei einem Gespräch erwähnt. Tate? Ich spreche von Officer Clark. Sie sind also die Frau, bei der ständig diese Teenager durch den Garten huschen? Allerdings, aber es scheint schlimmer zu werden. Was meinen Sie? Sie sind doch nicht etwa in Ihre Wohnung eingebrochen, oder? Um Gottes Willen, nein! Nein, Sie haben... Miss? Mein Sohn, Timmy, er kam heute mitten in der Nacht in mein Zimmer und meinte... Ja? Was meinte er? Er hat gesagt, dass ein Mann vor seinem Zimmer gestanden und ihn beobachtet hätte. Ich meine, natürlich hätte es auch einfach ein böser Traum sein können. Ich bin ja nicht von gestern, aber wenn ich bedenke, dass diese Typen schon durch die Fenster geleuchtet haben, ich mache mir einfach Sorgen. Ich werde gleich da sein. Bleiben Sie am besten bei Ihrem Sohn. Wiederhören. Wiederhören. November 2014, 0.32 Uhr. Polizeistelle Little... Hallo? Oh Gott, Sie müssen mir helfen! Was ist passiert? Wer ist da? Sarah Cooper, bitte! Sie müssen auf der Stelle herkommen! Was ist denn passiert? Irgendjemand schleicht ums Haus! Okay, ich bin in spätestens 10 Minuten bei Ihnen.
Können Sie die Person erkennen? Nein. Aber ich kann jemanden hören und ich habe einen Schatten im Fenster gesehen. Okay, Sarah, bleiben Sie ruhig. Ich bin gerade eben losgefahren, es kann sich also nur noch um wenige Minuten handeln. Wo sind Sie gerade? Im Wohnzimmer. Ich sehe gerade nach draußen, aus der Terrassentür. Alles okay, Sarah. Bleiben Sie ganz ruhig. Sagen Sie mir einfach, was Sie erkennen können. Gar nichts. Nur den Wald. Es ist so dunkel. Ich kann nicht viel erkennen. Oh Gott. Sarah? Sarah, hören Sie mich? Was geschieht da bei Ihnen? Da ist irgendetwas. Etwas raschelt in den Büschen. Da schleicht was durchs Unterholz. Sarah, ganz ruhig. Es wird Ihnen nichts geschehen. Können Sie irgendetwas Genaueres erkennen? Nein, es ist zu dunkel. Das Rascheln hat gerade aufgehört. Vielleicht... Sarah, was ist passiert? Sarah, hören Sie zu. Laufen Sie hoch zu Ihrem Sohn und verstecken Sie sich dann mit ihm. Wo denn? Wo denn? Am besten im Schrank. Oder Sie schließen sich einfach in einem Zimmer ein. Aber versuchen Sie sich so gut es geht zu verstecken. Ich bin in 4 Minuten da. Sarah, was geht da vor sich? Sarah, hören Sie mich? Ich sehe Ihr Haus. Ich bin gleich da. Was ist passiert? Ausschnitt aus einem Bericht in der örtlichen Zeitung. Noch am selben Abend wurde eine Fahndung nach Timothy Cooper und dem Entführer herausgegeben. Sarah Cooper, die Mutter des Jungen, beschrieb den Mann als über 2,30 Meter groß, schlank, mit langen Armen und Beinen und vermutlich dunkler Kleidung. Sein Gesicht hatte sie nach eigenen Angaben nicht erkennen können. Was dem Beamten jedoch das größte Rätsel aufwirft, ist das Fehlen sämtlicher Fußabdrücke. Der einzige Beweis für die Anwesenheit einer weiteren Person sei das zerbrochene Fenster in Timothys Zimmer. Die Polizei von Little Nome hat sich inzwischen mit weiteren Dienststellen in der Umgebung zusammengetan und macht sich nun daran, den verschwundenen Jungen zu finden. Der Polizeichef von Little Nome, Sheriff Baker, äußert sich wie folgt. Wir hoffen, dass der Junge in den nächsten Tagen gefunden wird. Eine Forderung des Täters traf bisher noch nicht ein, doch wir bleiben selbstverständlich weiterhin wachsam. Es erschwert die Arbeit allerdings ungemein, dass sich die Wälder von Little Nome über eine solch große Fläche erstrecken. Dennoch werden wir alles daran setzen, den kleinen Timothy unversehrt zu seiner Mutter zurückzubringen. Polizeibericht über die Ereignisse des 1. Dezember und die Vernehmung von Emma Cooper. In der Nacht des 1. Dezember rief Emma Cooper, die Mutter von Sarah und Großmutter von Timothy Cooper, beim Polizeipräsidium von Little Nome an und teilte dem Beamten mit, dass abermals eine Person das Haus ihrer Tochter aufgesucht habe. Bei der anschließenden Vernehmung entstand folgender Bericht. Miss Cooper, Sie riefen um 1.42 Uhr bei der örtlichen Polizei an, da Ihre Tochter, Sarah Cooper, glaubte, jemanden gesehen zu haben. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ganz richtig. Können Sie uns beschreiben, was zu besagtem Zeitpunkt vorgefallen war? Natürlich kann ich das. Ich bin ja nicht dement. Ungefähr um 1.15 Uhr setzten Sarah und ich uns ins Wohnzimmer. Sie nahm auf dem Sofa Platz und ich ließ mich in den Sessel vor ihr fallen. Um unsere Nerven zu beruhigen, haben wir uns jeweils ein Gläschen Rotwein eingeschenkt und dann haben wir das Radio eingeschaltet. Ich habe auf irgendeinen Sender geschaltet, auf dem klassische Musik gespielt wurde. Sie glauben ja gar nicht, was für eine beruhigende Wirkung klassische Musik auf einen besorgten und gestressten Geist haben kann.
Was geschah dann? Ein paar Minuten haben wir uns nur angeschwiegen, bis ich versucht habe, mit ihr zu reden. Ich fragte sie, warum mir jemand so etwas antun würde, worauf sie antwortete, dass sie sich das Ganze nicht erklären könne. Also habe ich sie gefragt, was in jener Nacht vorgefallen war. Die Zeitungsberichte haben sie ja diesbezüglich doch etwas vage ausgedrückt. Gerade als sie anfangen wollte zu erzählen, begann das Radio seltsame Töne von sich zu geben. Vermutlich eine technische Störung oder so. Aber auf jeden Fall haben wir uns ziemlich erschrocken. Und da Sarah zurzeit ein totales Nervenbündel ist, war sie natürlich sofort in Panik. Worauf Sie versucht haben, sie zu beruhigen, oder? Natürlich, ich bin schließlich ihre Mutter. Nachdem sie sich wieder einigermaßen gefasst und ich das Radio ausgeschaltet hatte, setzte sie ihre Geschichte fort. Schon bald begann sie von dem unheimlichen Mann zu sprechen, der um ihr Haus gelaufen war. Und als ich sie fragte, wo genau sie ihn gesehen hatte, antwortete sie, dass er vor der großen Glastür der Terrasse entlang lief. Das hat sie uns schon alles erzählt, aber was war das Ungewöhnliche, das sich ereignet hat? Das folgte gleich darauf, denn ich war total entsetzt, da ich meine Tochter noch nie so gesehen habe. Ich habe sie schon ängstlich, gar panisch erlebt, aber das, was sich auf ihrem Gesicht auszubreiten begann, war das pure Entsetzen. Gleich darauf ließ sie das halbvolle Weinglas fallen, welches auf dem Boden zersprang, und noch im selben Moment schlug das Entsetzen in blanke Panik um. Sie krabbelte wie wild hinter das Sofa und riss dieses dabei um. In diesem Moment packte auch mich die nackte Angst, denn ich erinnerte mich wieder daran, dass sich hinter mir die gläserne Terrassentür befand. Ich hatte furchtbare Angst, aber ich drehte mich dennoch um und erkannte noch schemenhaft eine großgewachsene Gestalt, die im Bruchteilen einer Sekunde hinter dem Haus verschwunden war. Sie haben den vermeintlichen Entführer also gesehen? Nein, das war nicht der vermeintliche Entführer. Ich habe es bisher noch immer nicht geschafft, meine Tochter zu beruhigen. Ich habe den Schrecken in ihrem Gesicht gesehen. Dieser Mann, wer immer es war die Person, die meine Tochter schon damals gesehen hatte. Ich habe es in ihren Augen gesehen. Es war der Entführer und er besucht sie immer noch. Sarah Cooper wurde nach einem kurzen Aufenthalt beim Arzt trotz der Warnungen ihrer Mutter und der Polizei auf eigenen Willen zurück zu ihrem Haus gebracht. Emma Cooper nahm sich ein Hotelzimmer in der Stadt. Laut eigener Aussage wollte sie keine Sekunde mehr in der Nähe der Wälder verbringen, bis der Entführer gefasst worden sei. 2. Dezember 2014, 2.37 Uhr. Polizeistelle Little Gnome, was kann ich für Sie tun? Ich bin es, Sarah Cooper. Was ist passiert? Hat sich was getan? Hat sich etwa der Entführer gemeldet? Nein, aber ich habe jemanden gehört. Wen, was haben Sie gehört? Dieses Klicken. Was für ein Klicken? Ich dachte, Sie haben jemanden gehört. Ich weiß. Ich habe geschlafen, als ich durch dieses merkwürdige Klickgeräusch wach geworden bin. Als ich aus dem Fenster sah, erblickte ich wieder diese hellen Lichter im Wald. Vielleicht sind diese Klicklaute eine Art von Morsezeichen, mit denen die Entführer kommunizieren. Hören Sie? Das sind keine Morsezeichen. Das hört sich eher an wie... Wie was? Eine Sprache. Sarah? Sind Sie noch dran? Es hat aufgehört. Sie sind weg. Haben Sie jemanden entdecken können? Nein, es ist so dunkel draußen. Soll ich zu Ihnen fahren? Das wäre wunderbar. Dann bis gleich. Bis gleich. Dritter Dezember 2014, 0.03 Uhr. Polizei. Jemand ist im Haus! Sarah? Ja, bitte,
Jemand ist in mein Haus eingebrochen. Wo sind Sie gerade? Ich habe irgendetwas zerbrechen hören. Also habe ich mir ein Küchenmesser genommen und ich bin nach unten gegangen. Alles war ruhig, bis ich ins Wohnzimmer kam und sah, dass die Scheibe der Terrassentür zerbrochen war. Und wo sind Sie jetzt? Noch in meinem Wohnzimmer. Hier sind überall Fußspuren auf dem Boden. Gehen Sie sofort in Ihr Zimmer und verbarrikadieren Sie sich. Ich werde sofort mit Verstärkung zu Ihrem Haus kommen. Diese Fußspuren? Was ist das? Was war das? Timmy? Timmy? Timmy! Sarah, wo laufen Sie hin? Es ist Timmy! Er ist da draußen! Mami ist gleich da, mein Schatz! Sarah, nicht! Das ist deine Falle! Sarah, tun Sie das nicht! Sarah, wo sind Sie? Im Wald. Was sehen Sie? Sarah, was ist? Ich habe was gefunden. Was haben Sie gefunden? Es sind Schuhe. Trotz der geschehenen Ereignisse verharrte Sarah Cooper jede einzelne Sekunde in ihrem Haus. Sie müsse auf Timmy warten, hatte sie den Behörden gesagt. Sie würden ihn bald zurückbringen. 4. Dezember 2014, 3.58 Uhr. Sarah? Sind Sie es? Ja, ich bin es. Sarah, was ist passiert? Ich stehe vor dem Küchenfenster. Sie stehen vor meiner Tür. Können Sie die Männer erkennen? Wir lagen die ganze Zeit falsch. Wovon sprechen Sie? Sie sind nicht aus der Umgebung, so wie wir gedacht haben. Sie kommen nicht von hier. Woher wissen Sie das? Haben Sie gesehen, von woher Sie kamen? Wie bitte? Ich habe sie gesehen. Ich dachte, es wäre eine Sternschnuppe. Aber es waren sie. Sarah, Sie wollen doch in dieser Situation nicht behaupten, dass kleine grüne Menschen ihren Sohn entführt haben. Sie sind nicht grün. Und sie sind auch nicht klein. Und sie sind ganz bestimmt keine Menschen. Sie kommen, um mich zu holen. Laufen Sie hoch in Ihr Zimmer und verstecken Sie sich. Los! Ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Und drei Streifenwagen folgen mir unmittelbar. Wo sind Sie? Unter dem Bett. Bleiben Sie genau da, wo Sie sind. Und geben Sie keinen einzigen Laut von sich. Okay. Sie kommen die Treppe rauf. Sie suchen nach mir. Bleiben Sie ruhig. Bewegen Sie sich nicht und bleiben Sie leise. Seien Sie jetzt bloß still. Sarah! Bericht über die vergangenen Ereignisse von Sheriff Baker. Der Vorfall, der sich in der kleinen kanadischen Stadt Little Nome ereignete, erlangte weltweite Bekanntheit durch die Veröffentlichung einiger Tonaufnahmen, auf welchen Telefonate aufgezeichnet sind, die die betroffene Hausfrau und Mutter Sarah Cooper mit den hiesigen Beamten Officer Clark und Officer Ross führte. Was genau es mit diesen Aufnahmen und dem Fall an sich auf sich hat, kann ich Ihnen ebenso wenig beantworten,
wie sämtliche andere Bewohner von Little Nome. Lediglich über die Folgen kann ich mit Ihnen sprechen. Als die Beamten am Haus eintrafen, fehlte von Sarah Cooper jede Spur. Es waren deutlich mehrere Einbruchsspuren zu erkennen, jedoch ließen sich im gesamten Umkreis keine einzigen Fußabdrücke entdecken. Allerdings haben Anwohner behauptet, viele helle Lichter im Wald gesehen zu haben. Der verschwundene Junge, Timothy Cooper, welcher der Sohn von Sarah Cooper ist, wurde 2 Tage nach dem Verschwinden seiner Mutter von einem Wanderer mitten in den Wäldern gefunden. Bis heute leidet der Junge unter vollständiger Amnesie. Und auf die Fragen der Polizei konnte er keine Antworten geben. Alles, was er sagen konnte, war, dass er eingesperrt war und sie wiederkommen würden. Officer Ross kündigte bald darauf und verließ Little Known für immer. Auch Officer Samuels, der die Mutter von Sarah Cooper, Emma Cooper, befragt hatte, wechselte zu einer anderen Polizei in einer Ortschaft, welche mehrere Meilen entfernt liegt. Officer Clark, welcher die ersten Anrufe von Sarah Cooper entgegennahm und in den darauffolgenden Tagen den Ursprung von grellen Lichtern herausfinden wollte, wegen denen Miss Cooper nach eigenen Angaben nachts nicht schlafen konnte, wurde 3 Wochen nach seiner vermutlichen Urlaubsreise tot in den Wäldern von Little Nome gefunden. Vermutung des Mediziners Dr. Emanuel Richards. Dr. Emanuel Richards hält die weit verbreitete Theorie, dass Sarah Cooper eine Begegnung mit der vierten Art hatte, damit ist eine Entführung durch Außerirdische gemeint, für überaus unwahrscheinlich. Laut ihm litt Sarah Cooper unter dem sogenannten Alien-Hand-Syndrom. Ursache für diese seltene neurologische Störung können unter anderem durch eine Schädigung des Corpus callosum oder des Frontallappens hervorgerufen werden. Die betroffene Person beginnt bei dieser Störung eine ihrer Hände als fremd zu betrachten, und es soll sogar schon vorgekommen sein, dass Menschen aufgrund dieser Störung beinahe von ihrer eigenen Hand erwürgt wurden. Außerdem glaubt Dr. Richards, dass Sarah Cooper unter Schizophrenie litt, was sie Dinge sehen ließ, die nicht wirklich existierten. Das Alien-Hand-Syndrom verstärkte sie schließlich in der Annahme, von außerirdischen Lebewesen angegriffen zu werden. Er glaubt, dass sie selbst ihren eigenen Sohn eingesperrt hatte, da sie ihn selbst für einen Alien hielt, nur um kurz darauf die Polizei zu rufen und seine Entführung mitzuteilen. Die Klicklaute auf den Aufnahmen bezeichnete er als technische Störungen, so wie sie nach Emma Coopers Angaben schon eines Nachts beim Radio auftraten. Sarah Coopers Entführung hält Dr. Richards ebenfalls für unwahrscheinlich. Laut ihm habe Sarah in ihrer Panik das Haus verlassen und ist in die Wälder geflohen, wo sie sich verirrte und nicht mehr herausfand. Auch wenn es viele Theorien bezüglich des Verschwindens von Sarah Cooper gibt, so bleibt das Rätsel dennoch ungelöst. Emma Cooper gab die Hoffnung auf eine Rückkehr ihrer Tochter schließlich auf. Und letztendlich wurde Sarah Cooper am 4. Februar, 3 Monate nach ihrem Verschwinden, für tot erklärt. Timothy kam bei seiner Großmutter unter und das Haus wurde seither nie wieder betreten. Niemand weiß, was es mit den Entführungen und dem Mord an Officer Clark auf sich hat, und obwohl die Ereignisse bereits fast 2 Jahre her sind, herrscht noch immer eine unheimliche Atmosphäre in der einst so verschlafenen kleinen Stadt. Und auch wenn seitdem nie wieder irgendwelche Lichter oder ähnliche Dinge in Little Nome gesichtet wurden, so erinnern sich dennoch alle an die Worte des kleinen Timothy Cooper. Sie werden wiederkommen. Während meiner Kindheit war meine Familie wie ein Tropfen Wasser in einem reißenden Fluss, verweilte nie lange an einem Ort. Wir ließen uns auf Rhode Island nieder, als ich 8 war, und wir blieben dort, bis ich in Colorado Springs aufs College ging.
Aber es gibt Fragmente im Dachboden meiner Erinnerung, die zu all den Wohnungen gehören, in denen ich lebte, als ich um einiges jünger war. Die meisten meiner Erinnerungen sind mit Rhode Island verbunden. Aber es gibt Fragmente im Dachboden meiner Erinnerung, die zu all den Wohnungen gehören, in denen ich lebte, als ich um einiges jünger war. Die meisten dieser Erinnerungen sind sinnlos und unklar. Einem anderen Jungen im Hof eines Hauses in North Carolina hinterherrennen. Der Versuch, ein Floß zu bauen, um damit auf einem Bach hinter unserer Wohnung zu treiben, die wir in Pennsylvania gemietet hatten. Und so weiter. Aber es gibt auch Dinge, an die ich mich glasklar erinnern kann, als wären sie erst gestern geschehen. Ich denke manchmal darüber nach, ob diese Erinnerungen nicht einfach Träume waren, die von meiner lange anhaltenden Krankheit an diesem Sommer produziert wurden. Aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass sie echt sind. Wir lebten damals in einem Haus direkt vor der geschäftigen Metropole namens New Vineyard in Maine. 643 Bewohner. Es war ein riesiges Haus, besonders für eine Familie, die nur 3 Personen fasste. Viele der Räume besah ich in den 5 Monaten, die wir dort wohnten, nicht einmal. Es war schon eine riesige Platzverschwendung, aber es war damals das einzige Haus auf dem Markt, das nicht mehr als eine Stunde vom Arbeitsplatz meines Vaters entfernt war. Am Tag nach meinem 5. Geburtstag, der nur von meinen Eltern beachtet wurde, bekam ich Fieber. Der Arzt meinte, ich hätte Mononukleose, Kusskrankheit. Das bedeutete keine wilden Spiele mehr und noch mindestens 3 Wochen Fieber. Es war eine schreckliche Zeit, um bettlägerig zu sein. Wir waren gerade dabei, unsere Sachen zu packen, um nach Pennsylvania zu ziehen. Und das meiste von meinem Zeug war schon in Boxen verpackt und ließ meinen Raum kahl zurück. Meine Mutter brachte mir mehrmals täglich Bücher und Ginger Ale ans Bett. Und sie wurden für die nächsten Wochen meine primäre Unterhaltung. Langeweile wartete meistens gleich hinter der nächsten Ecke und wartete darauf, seinen hässlichen Kopf herauszustrecken und sich an meinem Unglück zu laben. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wie ich Mr. Whitemouth traf. Ich glaube, es war ungefähr eine Woche, nachdem das Pfeiferdrüsenfieber bei mir festgestellt wurde. Die erste Erinnerung an diese kleine Kreatur war, dass ich ihn fragte, ob er einen Namen hätte. Er sagte, ich solle ihn Mr. Whitemouth nennen, denn sein Mund war riesig. Eigentlich war alles an ihm riesig, im Vergleich zu seinem Körper. Sein Kopf, die Augen, die krummen Ohren, aber sein Mund war mit Abstand das größte. »Du siehst aus wie ein Furby«, sagte ich, während er eines meiner Bücher durchblätterte. Mr. Whitemouth stoppte und sah mich verwundert an. »Furby? Was ist ein Furby?« fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. »Du weißt schon, das Spielzeug, der kleine Roboter mit den großen Ohren. Du kannst ihn streicheln oder füttern, fast wie ein richtiges Haustier.« »Oh«, sagte Mr. Whitemouth und fuhr fort. »So einen brauchst du nicht. Die sind nicht das gleiche wie ein echter Freund.« Ich erinnere mich noch, dass Mr. Whitemouth immer verschwand, wenn meine Mutter vorbeikam, um zu sehen, wie es mir ging. »Ich liege unter deinem Bett. Ich möchte nicht, dass deine Eltern mich sehen, denn ich habe Angst, dass sie uns nicht mehr spielen lassen«, erklärte er später. An diesen ersten Tagen machten wir nicht viel. Mr. Whitemouth sah meine Bücher an, fasziniert von den Geschichten und Bildern, die sie enthielten. Am 3. oder 4. Tag, nachdem ich ihn traf, begrüßte er mich mit einem riesigen Grinsen im Gesicht. »Ich habe ein lustiges Spiel, das wir spielen können«, sagte er. »Wir müssen warten, bis deine Mutter vorbeikommt, um dich zu überprüfen, denn sie darf nicht sehen, wie wir es spielen. Es ist ein geheimes Spiel.« Nachdem meine Mutter zur üblichen Zeit vorbeikam, um mir Bücher und Soda zu bringen, schlüpfte Mr. Whitemouth unter meinem Bett hervor und zog an meiner Hand. »Wir müssen zum Raum am Ende dieses Flures gehen«, sagte er. Ich protestierte anfangs noch, denn meine Eltern hatten mir verboten, mein Bett ohne ihre Erlaubnis zu verlassen. Aber Mr. Whitemouth fuhr fort, bis ich nachgab. Der Raum enthielt keine Möbel oder Tapete. Das einzig Besondere war das Fenster gegenüber der Tür.
Mr. Whitemouth schnellte durch den Raum und rückte das Fenster auf. Er forderte mich dann mittels Handzeichen dazu auf, den Boden darunter anzuschauen. Wir waren im zweiten Stock des Hauses, aber es lag auf einem Hügel, so dass der Fall viel länger wäre als zwei Stockwerke. »Ich tue hier oben gerne so, als ob«, erklärte Mr. Whitemouth. »Ich tue so, als ob ein großes, weiches Trampolin unter diesem Fenster gespannt ist und springe. Wenn du es dir stark genug vorstellst, dann hüpfst du direkt zum Fenster zurück und das leicht wie eine Feder. Ich will, dass du es ausprobierst.« Ich war 5 Jahre alt und hatte Fieber, also kam nur ein Hauch von Skepsis auf, als ich nach unten blickte und darüber nachdachte. »Es wäre ein langer Fall«, sagte ich. »Aber das macht den Spaß doch aus. Es wäre einfach nur langweilig, wenn es nur ein kurzer Fall wäre. Wenn dem so wäre, könntest du auch auf einem echten Trampolin rumhüpfen.« Ich spielte mit dem Gedanken, stellte mir vor, wie ich durch die dünne Luft fallen würde, um auf etwas, das für das menschliche Auge unsichtbar wäre, zurück zum Fenster zu springen. Aber der Realist in mir gewann die Oberhand. »Vielleicht ein anderes Mal«, sagte ich. »Ich weiß nicht, ob ich mir das stark genug vorstellen kann. Ich könnte mir wehtun.« Mr. Whitemouth brachte ein Knurren hervor. Aber nur für einen Moment. Dann machte die Wut Platz für Enttäuschung. »Wenn du das so sagst«, sagte er. Er verbrachte den Rest des Tages still wie ein Mäuschen unter meinem Bett. Am folgenden Morgen kam Mr. Whitemouth mit einer kleinen Box in der Hand zu mir. »Ich will dir das Jonglieren beibringen«, sagte er. »Hiermit kannst du üben, bevor ich dich unterrichte.« Ich sah in die Box. Sie war voller Messer. »Meine Eltern werden mich umbringen«, rief ich entsetzt davon, dass Mr. Whitemouth Messer in mein Zimmer gebracht hatte. Dinge, die meine Eltern nie erlauben würden, anzufassen. »Dafür kriege ich bestimmt Prügel und Hausarrest für 1 Monat.« Mr. Whitemouth blickte finster drein. »Es macht Spaß, damit zu jonglieren. Ich will, dass du es ausprobierst.« Ich drückte die Box weg. »Ich kann nicht. Ich werde in Schwierigkeiten geraten. Es ist einfach nicht sicher, Messer in die Luft zu werfen.« Mr. Whitemouths finsterer Blick verstärkte sich. Er nahm die Box voller Messer und rutschte unter meinem Bett, wo er den Rest des Tages blieb. Ich begann mich zu fragen, wie oft er dort unter mir verweilte. Von da an hatte ich Schwierigkeiten einzuschlafen. Mr. Whitemouth weckte mich oft nachts und sagte, dass er ein echtes Trampolin unter das Fenster gestellt hätte. Ein großes, das ich in der Dunkelheit nicht sehen könnte. Ich lehnte seine Vorschläge immer ab und versuchte weiter zu schlafen. Aber Mr. Whitemouth hörte nicht auf. Manchmal blieb er bis zum Morgen an meiner Seite und versuchte mich zum Springen zu bewegen. Es machte keinen Spaß mehr, mit ihm zu spielen. Eines Morgens kam meine Mutter in mein Zimmer und sagte mir, dass ich die Erlaubnis hätte, nach draußen zu gehen. Sie dachte, die frische Luft würde mir gut tun, besonders nachdem ich so lange in meinem Zimmer eingesperrt gewesen war. Ekstasisch zog ich mir meine Turnschuhe an und ging nach draußen, voller Sehnsucht nach dem Gefühl der Sonne auf meinem Gesicht. Mr. Whitemouth wartete auf mich. »Ich will dir etwas zeigen«, sagte er. Ich musste ihn komisch angesehen haben, denn er sagte noch, »Diesmal ist es sicher. Ich verspreche es.« Ich folgte ihm zu einem Trampelpfad, der durch den Wald hinter dem Haus führte. »Das ist ein wichtiger Weg«, erklärte er. »Ich hatte viele Freunde in deinem Alter. Wenn sie bereit waren, nahm ich sie mit auf diesem Weg zu einem besonderen Ort. Du bist noch nicht bereit, aber ich hoffe, dich eines Tages dorthin mitzunehmen.« Ich ging zurück zum Haus, verwundert, welcher Ort am Ende des Pfades lag. 2 Wochen, nachdem ich Mr. Whitemouth kennengelernt hatte, wurden die letzten Sachen in den Umzugswagen gepackt. Ich würde für die lange Fahrt nach Pennsylvania im Führerhaus des Wagens sitzen, neben meinem Vater. Ich überlegte, Mr. Whitemouth zu erzählen, dass ich gehen würde, aber sogar mit meinen 5 Jahren begann ich zu denken, dass das Vorhaben dieser Kreatur nicht gerade zu meinem Vorteil war, obwohl er etwas anderes sagte.
Darum entschied ich, meine Abfahrt geheim zu halten. Mein Vater und ich waren um 4 Uhr morgens im Truck. Er hoffte, mit der Hilfe eines endlosen Vorrates an Kaffee und einem Sixpack Energy Drinks bis morgen zum Frühstück in Pennsylvania zu sein. Er kam eher rüber wie ein Mann, der einen Marathon laufen wollte, als einer, der die nächsten 2 Tage stillsitzen wollte. Früh genug für dich? Fragte mein Vater mit einem Anflug von Sympathie. Ich nickte und legte meinen Kopf gegen das Fenster und hoffte darauf, Schlaf zu bekommen, bevor die Sonne aufgehen würde. Ich spürte die Hand meines Vaters auf meiner Schulter. Das ist unser letzter Umzug, mein Sohn. Das verspreche ich. Ich weiß, es ist schwer für dich, so krank wie du warst. Sobald Daddy befördert wird, können wir uns niederlassen und du kannst Freunde finden. Ich öffnete meine Augen, während wir aus der Ausfahrt fuhren. Ich sah Mr. Whitemouths Violette im Fenster meines Schlafzimmers. Er stand bewegungslos da, bis der Truck auf die Hauptstraße fuhr. Er winkte mir mitleiderregend zum Abschied, mit einem Steakmesser in der Hand. Ich winkte nicht zurück. Jahre später kehrte ich nach New Vineyard zurück. Das Grundstück, auf dem unser Haus gestanden hatte, war bis auf das Fundament leer, denn das Haus war ein paar Jahre, nachdem unsere Familie es verlassen hatte, niedergebrannt. Aus Neugier folgte ich dem Trampelpfad, den Mr. Whitemouth mir damals gezeigt hatte. Ein Teil von mir erwartete, dass er hinter einem Baum hervorspringen würde, um mich zu Tode zu erschrecken. Aber ich fühlte, dass Mr. Whitemouth fort war. Irgendwie muss er an das Haus gebunden gewesen sein, das nicht länger existierte. Der Pfad endete am New Vineyard Friedhof. Nach kurzer Zeit fiel mir auf, dass die meisten Toten auf diesem Friedhof Kinder gewesen sind. Bürgerinnen und Bürger der USA. Dies hier ist eine offizielle Mitteilung Ihres Präsidenten. Wie Sie sicher schon mitbekommen haben, ist ein Virus über unser Land hergefallen. Doch es besteht kein Grund zur Sorge. Unsere Experten haben alles im Griff. Bitte bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie in Ihren Häusern und leben Sie von den Vorräten, die Sie im Keller haben. Füllen Sie Trinkwasser ab, am besten in allen leeren Flaschen, die Sie im Haus haben. Niemanden die Türe. Es sei denn, es handelt sich um Regierungsvertreter oder die Polizei. Diese ist berechtigt, Hausdurchsuchungen durchzuführen. Wehren Sie sich nicht dagegen. Der Polizei ist es erlaubt, Gewalt anzuwenden. Nicht kooperieren sollten. Sollten Sie irgendwelche verdächtigen Aktivitäten oder potenziell verseuchte Personen beobachten, melden Sie dies bitte unter der unten genannten Nummer. Bitte notieren Sie sich die Nummer jetzt. Und gehen Sie sicher, dass jeder Ihrer Hausbewohner weiß, wo sich die Nummer befindet. Unternehmen Sie auf keinen Fall etwas auf einmal. Moment, ich bekomme gerade eine Meldung. Was? Sie sind schon hier? Ich muss hier weg. Schon im Gebäude? Fuck! Meine Damen und Herren, bleiben Sie ruhig. Wir stehen das gemeinsam durch. Damit verabschiede ich mich. Viel Glück und möge Gott mit uns sein. Ihr Präsident. Ah! Es hat mich! Es schießt es! Oh mein Gott! Ah! Hilf mir! Ah! Die Menschheit ist es eigentlich gar nicht wert, einen Text über sie zu verfassen.
Dennoch tun wir es. Wie dumm wir doch sind. Die Menschen sind eine nicht funktionierende Rasse. Ein Fehler Gottes. Im Prinzip ist ihre gesamte Rasse nur ein missglücktes, außer Kontrolle geratenes, vernachlässigtes Experiment von Gott. Satan hat es damals bereits erkannt und wurde dafür in die Unterwelt verbannt. Mein Glaube an die Menschheit ist schon vor vielen Jahren erloschen. Die Menschen sind das Schlimmste, was der Natur passieren konnte. Sie sind der personalisierte Horror. Allerdings, wieso? Es begann alles mit ihrer Intelligenz, einer Gabe, die ihnen Gott oder die Evolution gegeben hat. Sie hielten sich wegen ihr für etwas Besseres, spielten Gott, haben über Leben und Tod entschieden. In der Blindheit, welche Macht sie überhaupt besitzen, richteten sie sich gegenseitig hin. Das lebenswichtige Töten wurde nun zum Zeitvertreib und den Preis für ihren Spaß mussten andere Lebewesen bezahlen. Nun ist die Rechnung bereits endlos lang. Sie verpesten die Welt, sie nehmen anderen Lebewesen ihren Lebensraum und töten sie dabei. Sie nehmen den Tod eines Tieres als selbstverständlich, aber wenn ein Mensch stirbt, wird ein Drama draus gemacht. Sie beginnen Kriege, welche sie nur aus Eifersucht führen, weil jeder nur an sein eigenes Wohl denkt. Die Luft ist verpestet von Chemikalien und das Wasser verschmutzt von Abfall. Sie bauen Zuchtanlagen, welche eher in einem Horrorfilm passen, aber sie sind real. In diesen Zuchtanlagen spielen sie Gott. Im vollsten Vertrauen zu ihren barbarischen Taten fahren sie immer weiter in Richtung Abgrund. Die Menschen waren schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Menschen heutzutage. Die Menschen kennen keine Gerechtigkeit mehr. Sie lassen sich nur noch von lügenden Fakten lenken. Es gibt Dinge, welche an der Menschheit zweifeln lassen. Zum Beispiel, wenn ein Hund ein 6-jähriges Kind in den Arm beißt, wird er hingerichtet, von Menschen getötet. Dabei hat das Kind dann nur eine Verletzung, welche auch wieder verheilen wird. Aber wenn ein 40-jähriger Mann einem kleinen 6-jährigen Jungen den Schwanz in den Arsch schiebt, muss er nur in den Knast und kommt später wieder raus. Und das Kind hat sein gesamtes Leben lang die Erinnerung an diesen Tag. Es wird diese Tat niemals vergessen können. Das Leben des Kindes hatte gerade erst angefangen und wurde schon zerstört. Manche Menschen verdienen es einfach zu sterben, und für manche ist der Tod sogar noch zu gut. Der wahre Horror ist der Mensch selbst. Wir warten nun schon so lange unter der Erde darauf, hervorzukommen. Wir wissen, dass die Menschheit nicht mehr lange überleben wird. Genau deswegen sollten Menschen eigentlich schon jetzt sterben. Unsere Methode. Einige menschliche Exemplare haben wir in unseren Laboren untersucht und herausgefunden, dass sie alle töten, aber selbst Angst haben, getötet zu werden. Den Menschen sollte man die Haut von den Knochen abziehen, bei lebendigem Leibe. Uns fehlen die Mittel, um es mit allen zu machen, doch einige können wir uns hin und wieder schnappen. Zuerst schälen wir ihnen die Haut ganz langsam ab. Ihre Schreie sind herrlich. Sie sollen spüren, was sie der Natur antun. Nachdem sie nur noch ein hässliches, zuckendes Irgendetwas sind, sägen wir ihnen nach und nach die Gliedmaßen ab. Den Kopf und den Hals lassen wir allerdings dran. Wir schneiden ihnen nach dieser Tat den Brustkorb und den Bauch auf, um ihre Innereien freizulegen. Wenn wir ihnen die Ohren, Augen und die Zunge entnommen haben, sind sie immer still, aber zucken immer noch herum. Das zeigt uns, dass sie noch leben, was auch gut ist. Sobald wir etwas an unseren Exemplaren herumgeschnippelt haben, legen wir sie in einen speziellen Behälter. Dort werden sie mit Wasser und Nahrung versorgt. Die Nahrung und das Wasser werden ihnen mit Hilfe von Maschinen in den Magen gepumpt. Sie verharren lange in diesem Zustand. Das Zucken lässt nach einiger Zeit nach. Ihr schweres Atmen ist Musik in unseren Ohren. Wer wir sind. Wir sind die Wiedergutmachung Gottes zur Zurückentwicklung der menschlichen Rasse. Kurz gesagt WGMG, Wiedergutmachung Gottes. Wir bestehen aus einer kleinen Gruppe Ärzte, die es sich zum Ziel gemacht haben, Gottes misslungenes Werk zu beheben.
Dazu gehört die Erforschung des menschlichen Körpers. Wir waren alle mal Menschen. Wir haben unsere Menschlichkeit abgelegt und Gott sowie Satan unsere ewige Treue geschworen. Sie geben uns beide Kraft, unser Werk fortzusetzen. Wir befinden uns schon viele Jahre im Untergrund, unentdeckt. Jack the Ripper war einer von uns. Alle halten Jack für einen speziellen Serienmörder. Doch er war ein normales Mitglied von WGMG. Er war nur nicht mehr ganz klar im Kopf. Er tötete aus Spaß, was gegen unsere Prinzipien ist. Also musste er uns verlassen. Jack the Ripper wurde zu einem Monstrum. Er hatte Spaß damit, seine Opfer zu quälen. Wir quälen sie nur aus experimentellen Gründen. Aber er lächelte dabei. Als wir ihn darauf ansprachen, dass mit ihm etwas nicht stimmt, rannte er mit den Worten: "Ich bin nicht verrückt!" weg. Wir kümmerten uns nicht weiter um ihn. Denn wer sollte ihm schon Glauben schenken über diesen Ort? In den 1990er Jahren soll es ein Spiel namens Mr. Mix gegeben haben, welches als eine Art Lernspiel für das schnelle Schreiben mit der Tastatur gedacht war. Die Aufgabe des Spielers bestand darin, die vorgegebenen Wörter, in diesem Fall Zutaten für ein Gericht, schnellstmöglich aufzuschreiben, sodass der Koch, also Mr. Mix, diese dann zu der Zubereitung des Gerichts nutzen konnte. Ungewöhnlich für so ein Spiel hatte Mr. Mix jedoch einen unglaublichen Schwierigkeitsgrad. So musste man im ersten Level zwar nur 10 Wörter in einer Minute schaffen, dafür aber beispielsweise bereits 85 Wörter pro Minute im dritten Level. Auf Level 5 war die Anforderung bereits über 500 Wörter, wodurch es eigentlich unmöglich war, weiterzukommen. Ebenfalls ungewöhnlich war die Hintergrundmusik des Spiels. Im ersten Level hörte man ein beunruhigendes Knurren, welches mit der Zeit immer lauter wurde. Das Knurren wurde so laut, dass es oftmals Schaden an den damals genutzten Lautsprechern verursachte. Im zweiten Level war gar keine Hintergrundmusik zu hören. Dafür hörte man im dritten Level eine schlechte Aufnahme eines Haartrockners im Hintergrund. Die letzten beiden Level hatten ein extrem lautes Läuten im Hintergrund, welches angeblich sogar Schäden am Trommelfell verursacht haben soll. Viele Kinder, die dieses Spiel gespielt haben, berichteten anschließend von furchtbaren Albträumen, in denen Mr. Mix mit ihnen gesprochen haben soll. Mit einer leisen und kratzenden Stimme forderte er die Kinder auf, ein Geheimnis für sich zu behalten. Obwohl die Kinder sich daran noch erinnern konnten, wusste keines mehr, was für ein Geheimnis das war. Offiziell wurde kein Bezug zu dem Spiel gemacht, da diese Vorkommnisse nicht bei allen Kindern auftraten, die das Spiel spielten. Mr. Mix verkaufte sich, wie zu erwarten, eher schlecht und war bei den meisten Spielern relativ unbekannt. Erst in den letzten Jahren konnte das Spiel an Popularität gewinnen, als sogenannte ROM-Hacker die Daten des Spiels genauer durchsuchten und die einzelnen Levels abarbeiteten. So war es ihnen auch möglich, das eigentlich nicht machbare fünfte Level zu beenden. Was sie dann sahen, war sehr verstörend und brachte viele von ihnen dazu, das Spiel nicht weiter zu untersuchen. Laut den Berichten des ROM-Hacker wurde das Spiel nach dem fünften Level sehr merkwürdig. Es ist völlig unkontrolliert und abrupt abgestürzt und fügte ununterbrochen und ohne Möglichkeit es zu stoppen ungewöhnliche Dateien in dem System Ordner System 32 hinzu, wodurch sich der Speicher des PCs füllte. Diese Dateien sollen Bilder von Menschen mit verzerrten Gesichtern gezeigt haben, die anscheinend großen Schmerzen ausgesetzt waren. Wenn man die Bilder löschen wollte, stürzte der PC ab und verursachte irreparablen Schaden an der Festplatte. Die Hacker fanden schließlich heraus, wie sie dieses Problem beseitigen konnten, sodass es ihnen möglich war, in das sechste und letzte Level des Spiels zu gelangen. Unglücklicherweise wollte keiner der Hacker anschließend darüber reden, was sie im letzten Level von Mr. Mix sahen.
Alle, die das Level sahen, zeigten anschließend Anzeichen von posttraumatischer Belastungsstörung. Einen Monat später wurden alle ROM-Hacker als vermisst gemeldet und alle Kopien des Spiels wurden vernichtet. Bis heute ist keinem bekannt, was die Hacker im letzten Level gesehen haben, was einen solchen psychischen Schaden verursacht hat. Vielleicht ist es auch besser so. 2 Jahre nach diesem Unglück wurde ein Mann festgenommen, der versucht haben soll, ein 8-jähriges Mädchen aus einem Süßigkeitenladen zu entführen. Durch DNA- und Fingerabdruckanalyse konnte er als einer der ROM-Hacker von Mr. Mix identifiziert werden, welcher seither vermisst war. Er trug eine Kochmütze und hatte einen verstörten Gesichtsausdruck. Das Einzige, was er seither jemals sagte, war: Ich bin Mr. Mix. Schon seit Wochen erwache ich jede Nacht zu leisem Klavierspiel. Aber bislang war ich zu müde, um aufzustehen oder mich auch nur umzusehen. Aber heute war es anders. Nachdem es mich heute zum 2. Mal sanft aus dem Schlaf gerissen hatte, schaffte ich es, mich aufzusetzen und dem Ganzen meine Aufmerksamkeit zu schenken. Erst nachdem ich mir die Augen gerieben hatte, bemerkte ich, dass mein Zimmer mit Nebel bedeckt war. Was ging hier vor? Hatte ich geträumt? Ich begann nachzudenken und beschloss, das Fenster zu überprüfen. Möglicherweise kam der Nebel von draußen herein. Doch als ich am Fenster angelangt war und hinaussah, erschrak ich, als ich dort etwas stehen sah. Zum besseren Verständnis sollte ich erklären, dass ich in der 3. Etage wohne und von meinem Fenster aus nichts als die Landschaft und eine Straße wahrnehmen konnte. Aber jetzt war da etwas. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es ein Klavier war, das wirklich an dem älteren, adret gekleideten Herrn saß. Neben ihm war eine junge Frau, die ein weißes, leicht im Wind wehendes Kleid trug. Sie bewegte ihre Lippen, als würde sie singen, aber sie gab keinen Ton von sich. Irgendwann begann sie nach mir zu rufen und zum ersten Mal ihre Stimme zu vernehmen, die allerdings so klang, als würde sie eher von meinem Kopf als von meinen Ohren aufgenommen werden. Zuerst war ich unsicher, weil ich immer noch im Hinterkopf hatte, dass ich im 3. Stock wohne. Aber schließlich ließ dieser Gedanke nach und ich begann aus dem Fenster zu klettern. Zu meiner Überraschung war der Nebel unter meinen Füßen solide genug, um auf ihm zu laufen. Ich näherte mich dem Klavier. Mit jedem Schritt wurde der Nebel dichter, bis ich nicht mehr weiterkam. Ich stand in der Ungewissheit, wie es jetzt weitergehen würde, bis ich wieder das Klavierspiel vernahm, das mich aus dem Schlaf riss. Ich folgte der Melodie und entdeckte etwas. Doch leider war es nicht das, was ich erwartet hatte. Gegenüber von mir stand ein altmodisches Klavier. Auf der kleinen Klavierbank, die für den Pianisten bestimmt war, befand sich ein Skelett, das schon halb auf dem Klavier hing. Während ich meinen Brechreiz unterdrückte, kam etwas hinter dem Klavier hervor. Es war ein weiteres Skelett, das Blut weinte. Es trug weißes Haar und war nicht in ein Kleid, sondern im Nebel gehüllt. Das Skelett hielt sich die Hände vor dem Mund und begann etwas zu flüstern, während mehr Nebel aus seinem Mund strömte. Erst nach mehreren Sekunden begann ich zu verstehen, was dieses Wesen flüsterte. Nebula, wiederholte es immer wieder. Nach kurzer Zeit kam ich wieder zu mir, wandte mich um und rannte los. Es war mir egal, wohin ich rannte, solange ich diesem Ding entkam. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich schweißgebadet auf dem Boden neben meinem Bett aufwachte. An demselben Tag brachte ich ein Schloss am Fenster an, doch die Musik hörte nicht auf. Aber der Nebel kam nicht mehr in mein Zimmer, so dass ich nicht auf die dumme Idee kam, wieder hinauszugehen, um zu ihr zu gehen. Ich erzähle dir das, um dich zu warnen. Wenn du jemals mitten in der Nacht Musik hörst, ignoriere sie und geh wieder schlafen.